Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Pod. Fangen wir nochmal an. Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 183. Heute mit dem Olli. Hallo. Und mir, dem Tobi. Ja, der Lukas ist leider nicht da. Der hört nichts. Oder, keine Ahnung. Irgendwie ist er nicht am Start. Er blutet aus den Ohren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube immer noch an einen Gehirnparasiten oder sowas. Das kann natürlich auch sein. Das ist vielleicht die bessere Erklärung sogar. Ja, nur wieso der sich erst jetzt bemerkbar macht, wundert mich. Egal, auf jeden Fall ist er nicht dabei, aber wir sind trotzdem am Start mit einer eventuell etwas kürzeren, kompakteren Folge heute, denn wir haben kein Hauptthema, aber wir haben trotzdem News. Wir sprechen kurz über die QuakeCon und im Zuge dessen über eine neue Version von Skyrim, gibt's mal wieder. Na endlich! Apropos Spiele, die ungefähr also 80.000 Mal veröffentlicht werden, es gibt ein neues Call of Duty, gibt's auch noch, über das wir sprechen werden. Cyberpunk 2077 hat einen neuen Patch gekriegt und wir sprechen über Exekiller. Sag ich das richtig gerade? Ja, ich glaube schon. Ich hoffe es mal. Ja, da bist du im Thema. Ich weiß gar nicht, was. Ah, okay. Ich lasse mich überraschen. Aber zunächst sprechen wir darüber, was letzte Woche los war. Olli, was hast du letzte Woche getan? Ja, ich hatte Urlaub und habe sehr produktiv meinen Urlaub verbracht, in dem ich ganz viele Serien gebinged habe. Ne, eigentlich war ich auch anderweitig produktiv, aber das gehört nicht her. Also ihr wollt meine Aufräum-Arie mit anschließender Stauballergie wissen. Ich glaube, das interessiert nicht so viele Leute. Also lassen wir das jetzt mal beiseite. Serien. Ich habe eine Serie geschaut, von der ich nicht mal wusste, dass sie aus Deutschland kommt, weil die einen englischen Titel hat und auch jeder Folgentitel englisch ist. Und zwar ist das How to Sell Drugs Online, Klammer auf, Fast, Klammer zu. Das ist eine deutsche Serie. Ein bisschen inspiriert von realen Gegebenheiten, aber nur ganz grob inspiriert und ist jetzt eigentlich so eine Art, ja, kann man sagen, Komödie, bisschen Tragikomödie, die halt spielt wie ein Schüler quasi ein Drogenimperium aufbaut online. Mhm. Und das wollte ich eigentlich nur anbringen. Das ist erstmal das ist sehr gut produziert, richtig aufwendig produziert. Netflix hat anscheinend richtig Kohle locker gemacht. Hat schon 3 Staffeln übrigens, die Serie, läuft wohl richtig gut. Und ja, was bemerkenswert bei der Serie vor allem ist, deswegen ich sie hier anbringe, ist, dass mal IT-Sachen, also ne, Computer und hast du nicht gesehen, mal so dargestellt werden, dass es nicht peinlich ist. Wir wissen ja alle, wenn was mit Hacking gezeigt wird in Serien, auch gerade in deutschen Serien, na gut, im amerikanischen durchaus, dann ist das manchmal furchtbar gemacht, ne, mit so Pseudoprogrammiersprachen und Fake-Apps und kein Computer sieht real aus, weil die auch Angst vor den Markennamen haben und so. Und da ist das fast durchgängig gnadenlos alles real. Also ich spiele auch in der Schule und alle WhatsAppen da rum und haben Spotify an. Man sieht die Logos auch überall und sowas. Und man sieht, wie die kommunizieren. Das ist so eingeblendet, wenn sie kommunizieren. Und wenn die an ihrer Webseite was bauen, dann sieht man auch direkt den JavaScript-Code mit Bitcoin-Bridge. Also wirklich reale Codes. Und wenn die reden, dann reden die auch wirklich. Also es macht zumindest Sinn, was die reden. Weil die ganzen Sachen gibt's wirklich. Es gibt die ganzen APIs, es gibt die Programmiersprachen. Und da war einer dabei, mindestens einer, der hat sich alles genau angeguckt und hat zumindest dann so geschrieben, das Drehbuch und auch die Darstellung gemacht, dass es Sinn macht. Das habe ich noch nicht erlebt bisher. Nicht mal in einem großen Hollywood-Film teilweise. Das muss man auch erstmal anschauen dann. Ja, das ist wirklich witzig gemacht. Ja, ist das ohne Scheiß, ne? Das ist bemerkenswert. Du weißt ja selber, wie albern manchmal so Serien sind, wenn es Seiten geht und so. Und du musst Internet da geht es ja nicht nur um Computer, also egal, was du in Serien hast, normalerweise, wenn du dich im richtigen Leben ein bisschen in der Materie auskennst, dann fällt sehr schnell auf, wie Dinge in Serien einfach ja schlecht umgesetzt sind. Alles von da kannst du mit medizinischen Sachen anfangen über keine Ahnung, also Wissenschaft, also alles Mögliche wird geradezu geschlachtet in Serien. Da ist schon wirklich auffällig, wenn mal einer das richtig macht. Ja. Ja, cool. Und hier fand ich sehr bemerkenswert, wie gut das eigentlich gemacht war. Mhm. Allein deswegen schon. Und auch sonst ist das eigentlich eine sehr solide Serie, gut gemacht, aufwendig gefilmt. Wie gesagt, Geld war locker. Und ein Starauftritt möchte ich auch erwähnen, der kommt in einer Stelle vor, die sprechen manchmal so ein bisschen die dritte oder vierte Wand, ich weiß manchmal nicht. Also wenn sie den Vierte? Ja, okay, ja, vierte. Na klar, du hast 4 Wände, hinter der vierten sitzt der Zuschauer. 3 gibt's ja. Okay, gut, das nehme ich jetzt einfach mal so hin.
Die sprechen manchmal die Zuschauer auch direkt an, vor allem so, boah, ich glaube in der ersten Staffel vor allem, später nicht mehr so, wenn sie Sachen erklären zum Thema Drogen und sowas auch und wie was funktioniert oder bestimmte Abläufe. Und einmal wird es erklärt von niemandem geringeren als Jonathan Frakes, der dann auftaucht in seiner, ich weiß nicht, diese Mystery-Serie, die man gemacht hat, wo alle Sachen mal erklärt, weißt du, in diesem komischen. In diesem der Name Set, ist mir auch entfallen. Ja, genau da in diesem Raum auch, in diesem Setup, steht er dann da, wirklich der aktuelle Jonathan Frakes, grauhaarig mittlerweile und Bart, ne? Tritt er auf nochmal in seine Rolle da als Moderator dieser Dings und erklärt da was dem Zuschauer. Jo. Dass sie den gebucht haben, ist schon heftig. Das ist krass. Ne? Also das, für uneingeweihte Zuschauer, Jonathan Frakes ist Commander Riker in Star Trek halt, The Next Generation. Genau, Commander Riker. Ne? Hat eben diese Mystery-Geschichte damals gemacht, genau. Genau, hat er später noch die Mystery-Serie da gemacht, was es war, oder ob es wahr oder falsch ist und dann immer, das ist auch schon, also gibt es viele Memes auch drüber übrigens, ne? Und den haben sie da rangezogen, da auch. Gut, es gibt ein paar andere Prominente und Pseudoprominente, auch gerade natürlich aus dem deutschen Bereich, ist klar. Auch ein Gronkh muss mal auftauchen nebenbei oder sowas, oder, aber komischerweise auch da so, dass es nicht peinlich wird. Das muss erstmal schaffen, ne? Und selbst der unser allseits bekannter, beliebter Koch, der Hensler, taucht mal kurz auf, nämlich so ganz kurze Einblendung, wo er die Drogen bekommt, die er da offensichtlich bestellt hat im Laden und da abdreht und sowas, aber wirklich so nebenbei eine stumme Einblendung. Es gibt immer so Überblendungen zu den Kunden, die Drogen gekauft haben und so und dann die quer durch die Gesellschaft übrigens sind, deswegen auch die Serie hat wirklich ein bisschen Hand und Fuß, wie die Kunden so aus allen Gesellschaftsschichten kommen, ne, von, also, wo du nicht glaubst, dass die Leute Drogen konsumieren. Und es sind halt alle möglichen Leute dabei, von Lehrern bis natürlich auch abgehalfterten Leuten, aber auch Managern und sowas. Und das hat schon irgendwie was. Das ist schon witzig, aber auch tragikomisch, ne? Sagst du, also kann ich. Von Lehrern bis abgehalftert? Ist das, schließt sich das aus? Ja, manchmal ist es dann auch zusammenfallend, aber das Fass will ich jetzt nicht aufmachen. Das gibt es sicherlich auch. Aber es gibt auch abgehaftete Manager, um das jetzt mal, ne, dieses Stigma zu entfernen von diesem Beruf, ja? Sehr richtig. Sehr ich meine, kennst du Wissenschaftler wahrscheinlich auch. Es gibt auf jeden Fall abgehaftete Wissenschaftler. Einige davon machen sogar Podcasts. Oh Gott, so schlimm schon, oh Gott. Ja, du meinst ja nicht diesen Podcast. Was? Ach so, nein. Ich wollte, hat das Ganze ein, also kann man sich da jetzt, ist das ein Lehrfilm? Weil der Titel lässt es ja vermuten, dass man gewisse Infos rauszieht. Ja. Er erklärt wirklich sehr viel. Also er ist auch so aufgesetzt, dass er das rückblickend erklärt den Zuschauer, wie er das aufgebaut hat. Ne? Warum er das da erklärt, das will ich nicht verraten, das ist ein bisschen Spoiler. Warum er da sitzt und das erklärt, das ist. Aber wie gesagt, es basiert ja auf einer ganz groben, wahren Begebenheit. Auch ja, das war jetzt Doku, meine nächste Frage. Das Ganze ist übrigens auf Netflix zu sehen, bei uns zumindest in Deutschland. Und bei Netflix gibt es auch eine Doku zum realen Fall. Okay. Ne? Ja, ich weiß gar nicht, die Doku, weiß ich nicht, aber es wird immer mit angeboten. Wenn du die eine Serie guckst, dann sucht der Algorithmus schon dafür, dass du auch diese Doku mit angeboten bekommst. Also da bin ich sehr zuversichtlich, da wirst du schon finden. Aber ich kann sehr durchaus empfehlen. Bin ich nie drauf gekommen, weil das klang wie eine amerikanische Serie vom Titel, weil auch alles immer Englisch war, ne? Aber wirklich eine der guten deutschen Serien mal. Ich finde die auch ein bisschen besser als Dark. Dark war eine ganz andere Richtung. Das war echt so ein Mystery-Thriller. Aber der wollte irgendwie zu viel und fand ich nicht so gelungen, auch wenn da offensichtlich auch Geld reingesteckt worden ist. Aber das fand ich echt so ein gelungenes Gesamtpaket und zeigt mal, dass man in Deutschland durchaus Sachen produzieren kann, wenn mal die Geldtöpfe aufgemacht werden. Gut, also du, ich sag andere Beispiele, aber das ist schon ganz gut. Ich finde, man hört, also gerade jetzt auch hier in den USA, ich höre immer wieder inzwischen von ordentlichen deutschen Serien, die sogar Amis, die dann zu mir kommen und sagen, hey, you're from Germany, did you see this? Da gibt's immer mehr jetzt. Also ich bin direkt immer erstaunt. Ja, ist mehr, ne? Macht einen Eindruck. Ich habe so das Gefühl, vielleicht liegt's auch daran, dass die Streaming-Dienste ein bisschen internationaler arbeiten als Hollywood halt früher so in seiner Klüngelei. Ja, das wird sicherlich eine Rolle spielen. Ne? Das auch, ich glaube, auch deutsche Regisseure und Produktionen haben auch gesagt, da werden jetzt natürlich auch, die haben jetzt Quellen, die haben sie vorher gar nicht gehabt, ne? Und Möglichkeiten. Ja, genau. Ja. Also und, sowas zum Beispiel wie, keine Ahnung, hier so Babylon Berlin und sowas, ne? Das ist hier ultra bekannt auch. Genau, weil Berlin ist auch so ein mega Beispiel, was richtig aufwendig produziert ist und auch recht bekannt geworden ist. Ja. Ne? Und und ich glaube zum Beispiel so was auch bei wie was mit dieser Drugs Online-Geschichte hier, dass er vielleicht zum Beispiel beim Geldgeber beim Öffentlich-Rechtlichen gar nicht untergekommen vielleicht, weil das Thema wäre vielleicht zu heikel gewesen. Weil es ist auch sehr ernste Themen. Und es ist eine rasiermesserscharfe Kante, wie du sowas einmal als Komödie machst, aber auch so, dass es nicht heißt, du pushst da Drogen, weißt du, was ich meine? Das ist ja mal so ambivalent. Ja. Und ich finde, das haben sie ganz gut hinbekommen, aber trotzdem hätten vielleicht bei Entscheider gesagt, nee, sowas machen wir hier nicht. Ne? Und die haben es durchgezogen und ich glaube, ich finde, es hat sich gelohnt. Also gut, habe ich schon lange drüber geredet, kann ich aber empfehlen. Wie gesagt, How to Set Dogs Online Fast auf Netflix. So, cool. Und dann gibt es noch was anderes Neues, wenn wir Jonathan Frakes schon hatten, machen wir gleich einen nahtlosen Übergang.
Aha. Jonathan Frakes taucht nämlich auch anderswo auf. Nämlich die zweite Staffel von Lower Decks hat angefangen. Ja. Das ist diese Zeichentrickserie im Star Trek-Universum. ein bisschen so, ja, wie halt die aktuellen Zeichentrickserien sind, wie Family Guy und Co. Bisschen, vielleicht nicht ganz so heftig wie der, aber halt ein bisschen funny und haben ein bisschen Comedy-Zeichentrick versucht im Star Trek-Universum. Ich fand es so ganz unterhaltsam. Vielleicht nicht der mega große Wurf, aber kann man sich angucken. Ist allerdings momentan so, dass immer, ich glaube, jede Woche eine neue Folge rauskommt. Ich glaube, auch ähnlich wie bei Discovery und sowas, die Enterprise. Genau. Ich warte noch, also, bis die komplett ist, die Staffel, und dann werde ich mir eventuell mal wieder einen Probemonat besorgen oder so. Ich muss sagen, also für mich war im letzten Jahr Lower Decks war eine absolute positive Überraschung. Ich hatte von der Serie absolut nichts erwartet. Ich fand die Zeichnungen, die man zuvor gesehen hat, haben mir nicht so gefallen und so. Das war halt dieser so ein bisschen fast in Richtung, ja, Family Guy und genau. Und ich dachte mir so, ach komm, das hat auch im Star Trek-Universum nichts verloren. Dann habe ich es angeschaut und ich muss sagen, es war sehr cool gemacht. Also die haben super coole, du merkst, da sitzt jemand dran, der gerade Next Generation wirklich gut kennt und da echt coole Gags reingeschrieben hat. Total viel Selbstverarsche drin, viele Anspielungen und so. Sehr, sehr cooles Zeug. Das Skript rettet halt das ganze Ding, weißt du? Ja, also ist wirklich so, dass da eine Ahnung hat, das merkst du auch, oder weil die Leute dabei sind, die Ahnung haben, und das Star Trek-Universum so ein bisschen selbstreferenziell und mit Humor so ein bisschen auf die Schippe nehmen, aber gekonnt Humor. Auch mit den ganzen Rassen und den ganzen Gegebenheiten. Ja, ich hab, das ist diesmal auch der Fall. Ich habe den Trailer gesehen schon zur zweiten Staffel und da ist noch eine Szene drin, wo sie anscheinend einen neuen Typen haben an Bord, und das ist einer aus der. Und zwar, es gibt eine Serienfolge von Next Generation, die unter Fans sehr gefeiert wird. Die nennt sich Darmok, wo der Picard die Sprache lernen muss von so einem Volk, was sich nur mit so Floskeln unterhält irgendwie. Ah, da irgendwie kommt der her. Ah. Genau, und da gibt's, also das ist eine ganze Folge, wo der Picard diese Sprache lernen muss, und dann, weil sonst fangen die Jungen den Krieg an oder so, oder keine Ahnung, also tierisches Ding, und in dem Trailer siehst du nur, wie der Turbolift geht auf und der sagt irgendwie so einen von diesen Sprüchen, und die ganze Bridge-Crew steht nur so da so, Das ist, genau, sehr geil. Das ist halt, der letzte jetzt gerade, ja, das ist die zweite gewesen. Das finde ich so cool dann, also weil wenn du Next Generation wirklich gut kennst, und natürlich auch die anderen hier, so Voyager, DS9 und so, dann ist da sehr, sehr viel so, also fast in jeder Szene ist irgendwo eine kleine Anspielung drin. Ja, sehr cool. Und der eine, worum habe ich vorhin Jonathan Frakes nochmal erwähnt, der Bäumler, ne, das ist diese, ne, zweite Hauptfigur da. Ja, am Ende jetzt der aber Vorsicht für Leute, die erste Staffel noch nicht gesehen haben und vielleicht noch ungespoilert sehen wollen, weil. Ja, ist ein großer, ich weiß nicht, was ein Spoiler ist. Er kommt im Verlauf der ersten Staffel oder am Ende, er kommt auf die Titan, ne, oder heißt Titan? Hast du Titan, ne? Von Wildcard-Schiff? Genau. Und er wird darauf versetzt. Ich finde das jetzt nicht so aufregend, dass er da mal darauf versetzt wird später. Und da ist natürlich auch Riker drauf. Er ist ja der, ne? Ist der Mittleren Admiral Captain? Ich weiß es gar nicht. Captain. Und der wird auch wirklich gesprochen von Jonathan Frakes. Ne? Da, also der ist da auch voller Pracht zu hören auch. Und wenn du den Original hörst in Englisch. Und ja, ganz witzig. Also da taucht er auch nochmal auf. Ja, also das kann man auch noch durchaus empfehlen. Immer wieder etwas funny. So, dann gespielt habe ich, einmal bin ich noch dabei, 12 Minutes. Das ist dieses Ding mit der Time Loop, wo man was aufklären muss, wo man so eine Zeitschleife gefangen ist, und vielleicht einer kennt das, man guckt so von oben in den Raum rein und wird immer von einem Polizisten überfallen, mehr oder minder. Man selbst ist so mit seiner Ehefrau in so einem kleinen Apartment, und dann klopft halt ein Polizist an und sagt, sie sind festgenommen, und manchmal stranguliert, wird man auch von ihm stranguliert, ganz übel, und hast du nicht gesehen. Ach so. Und alles, ja, ganz, ist ziemlich heftig eigentlich. Je nachdem, was so passiert, und du musst rausfinden, was eigentlich los ist, und hast immer nur maximal 12 Minuten Zeit, manchmal ein bisschen weniger, immer in der Time nur zu klären, was eigentlich los ist. Ne? Und das spiele ich gerade. Ja, das ist das Ding. Vielleicht zum Beispiel später mehr, habe ich gar nicht viel zu sagen, weil ich glaube, jetzt werde ich mal nächste Woche mal drüber previewen oder berichten mal drüber. Bis dann soll ich durch sein. Genau. Dann noch so ein Retro-Adventure-Ding, ich hatte ja schon Viernevout erwähnt. Jetzt habe ich von dem gleichen Studio Techno Babylon entwickelt. Das ist so ein Cyberpunk-Setting, auch ein Adventure, klassisch. Finde ich auch sehr schön. Toll, wie man mit so geringen Mitteln so eine Cyberpunk-Atmosphäre erzeugen kann, finde ich. Wirklich sehr schön geschrieben auch wieder. Möchte mich jetzt aber auch nicht aufhalten. Wir haben doch keine Zeit heute, ne? Ja, ich, ne? Das hatte ich übrigens auch mal angefangen, Techno Babylon. Ich finde das ganz gut. Jo. Und dann habe ich noch was anderes angefangen. Ich bin irgendwie sehr viel unterwegs seit. Und zwar Deus Ex Human Revolution. Ja. Hast du das noch nie gespielt vorher? Nein, habe ich noch nie gespielt. Was? Und zwar den Director's Cut. Ich habe extra den Director's Cut nochmal besorgt. Ja, und den habe ich jetzt einfach mal angefangen, weil ich dachte, der war auch nur auf, ach, fängst du mal an heute, so nach dem Motto. Na, endlich. Ja, ja. Und hab den mal angefangen.
Es ist aber ganz schön gealtert, das Spiel auch mittlerweile, ne? Obwohl das ja noch eines der neueren ist, aber. Ja, also optisch, ja. es ist sogar lustig, weil der Director's Cut, da gab es sogar so ein Mini-Skandälchen unter den Deus Ex-Fans, weil es ist teilweise ein bisschen ein Downgrade. Zum Original-Cut, zumindest bei einigen Gesichtern und so. Da haben sie irgendwie bessere Texturen gehabt. Dann haben sie wahrscheinlich die Konsolenversion genommen oder so. Ich weiß es auch nicht. Irgendwie wirken die Texturen der Gesichter teilweise sogar schlechter als im Original. Aber ich empfehle trotzdem, den Director's Cut zu spielen. Viel macht es meiner Meinung nach nicht aus. Und du hast The Missing Link, den DLC, direkt ins Spiel integriert, was sehr cool ist. Und so weiter. Und von der Optik darf man sich eh nicht so stören lassen, finde ich. Also klar. Ist halt älter geworden, ne? Ja. Wann war der? Welches Jahr war das? 2011 oder so. Ja, ne? So ungefähr. So Dreh, ja. Du merkst, dass es halt maximal für Full HD eigentlich mal gedacht war. Die Untertitel skalieren zu klein auf WQHD schon und alles ein bisschen flach beleuchtet und ja, und auch die Zwischensequenzen sind noch gerendert und dann auch in der Auflösung gerendert, die würden wir heute nicht mehr so machen, ne? Ja, ja. Ja, naja, gut, es ist halt ein bisschen älter, aber sonst natürlich geile Stimmung, ne? Also hat schon was. Spielst du mit oder ohne dem Goldfilter? Oh Gott. Weil man kann in der, du musst mal die Optionen schauen, du kannst in dem Director's Cut kannst du diesen, also die Originalversion hatte doch diesen Goldfilter, ne? Das war doch auch so ein stilistisches Merkmal von dem Film, dass alles so in diesem Goldton war. Und ich glaube, der ist per Default in dem Director's Cut sogar ausgeschaltet. Oder zumindest kann man ihn ausschalten, muss man nachschauen. Da gibt es auf jeden Fall eine Option, so ein Ding. Ich finde, mein Tipp ist, schalt ihn ein. Ich fand, das war ein cooler Look mit dem. Also es war ein bisschen, gibt dem Ganzen so ein bisschen anderen Look. Ich finde, wenn man ihn ausstellt, wirkt es zu. Dann wirkt es fast noch älter, weil es nimmt dem Ganzen so einen gewissen Style irgendwie. Ich würde ja vermuten, der ist vielleicht auch gedacht gewesen mit diesem Filter, oder? Dass sie es optisch auch mal so vielleicht gepegelt haben. Die Originalversion hatte nur die Version mit dem Filter und dann haben sie erst zum Director's Cut haben sie dann die Option halt irgendwie gemacht, dass du es ausstellen kannst. Also guck mal nach in den Optionen, wenn du ihn einstellen kannst, schalt ihn ein. Ich finde, es sieht wesentlich besser aus damit irgendwie. Es hat einfach eine gewisse Coolness dadurch. Okay, gut. Das war die Sache, die ich gerade angeschaut und gespielt habe und ich glaube, jetzt geht's mal zu dir rüber. Cool. Bei mir bleibt's kurz. Ich habe nämlich nix. Ich hab die Woche eigentlich, habe nur ein bisschen in Diablo rumgeklickt. Ich habe nichts gespielt, irgendwie großartig, keine Ahnung. Also wir können direkt weitermachen eigentlich. Ich bin raus. Dann können alle wieder behaupten, der Olli erzählt wieder so viel. Der Olli wieder, ja? Reißt diese Segmente an sich. Wahnsinn. Oh Gott, okay. Gut, jo, Verlosung, wie sieht's aus? Weiter geht's, genau. Wir haben Verlosungen dann zurzeit und zwar 3 Stück. Noch bis zum 27.8. alle 3. Und zwar kann man gewinnen My Friend Pedro, gesponsert von Rocco. Und ich glaube, Surviving Mars Deluxe Edition ist auch von Rocco. Also danke, Rocco. Du haust hier voll die Dinger raus. Sehr cool. Und der gute Jan hier aus dem Hardware-Teil hat Abzu in den Verlosungs-Channel gestellt. Ein schönes, kleines Tauchentdeckungsspiel. Ja, das habe ich mal gespielt. Ja, das kenne ich. Hattest du im Podcast, glaube ich, kurz darüber berichtet. Genau. Aber frag mich nicht, in welchem. Also wer da mitmachen will, in den Verlosungs-Channel gehen, die Dinger sind angepinnt, die aktiven Verlosungen, und dann einfach da hinspringen und das Emoji anklicken. Der Bot erzählt euch schon, was ihr da machen müsst. Genau, müsst ihr euch ein bisschen beeilen, bis das hier rauskommt. 27.8. läuft das noch, glaube ich. Ja, 3 Tage hier rauskommt, das habt ihr noch, wenn es rauskommt. Genau, ja. Jo, Hörerfeedback haben wir diese Woche auch keins. Nö. Leute, schreibt gerne wieder. Keine Ahnung, wenn euch irgendwas auf der Seele brennt, wir sind für euch da. So wie Domian oder so. Du siehst aber die ganzen komischen Leute an. Du weißt, was Domian für Leute hatte, ne? Also das, ja, keine Ahnung. Ich Die beantwortet alle du, dann, wenn dann die abgewrackten Leute alle kommen, dann. Entschuldigung, hab ich abgewrackt gesagt, die anspruchsvollen Leute. Ich bin demnächst auch im Urlaub, dann könnt ihr das übernehmen. Und deswegen, kommen wir direkt zum Hardware-Teil. Hallo und herzlich willkommen zum Hardware-Teil. Diesmal ohne Lukas, gute Besserung, dafür mit dem guten Jan. Ja, hi. Und dem guten Neusmeer. Hallo zusammen. Hallo Neusmeer. Wie geht's dir? Ach ja, gut. Es war letzter Urlaubstag, morgen geht die Arbeit wieder los, aber ja, ich war ja erfolgreich beim Einkaufen die letzten Wochen. Das besprechen wir im weiteren Verlauf. dann fangen wir erstmal mit der guten Frage an. Was habt ihr denn gespielt die letzten Tage und Wochen? Bitte, Bernhard.
Mach ja, was habe ich gespielt? ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die alten Call of Duty-Kampagnen mal so anzugehen, weil es mir das Black Ops Cold War echt angetan hatte und habe jetzt gestern Abend Infinite Warfare beendet und bin recht begeistert sogar von der Kampagne. Okay, das war's? Ja, soweit schon. Ja, ansonsten halt immer wieder mal da ein bisschen reingeguckt, da mal reingeschaut. Bisschen Call of Duty, aber ja, ich war halt auch nicht daheim jetzt die letzte Woche. Deswegen, ja, das war's eigentlich im Ganzen. Jan, bei dir? Ich habe letzte Woche, habe ich ja vergessen, das zu erwähnen, dass ich die Iron Harvest-Kampagne durchgespielt habe, die dann furchtbar antiklimaktisch endet mit einer Cutscene, wo so quasi so eine Aufbruchstimmung ist und dann endet das Scheißspiel einfach 4 von 10. Widerlich. Ansonsten war es bis dahin eigentlich ganz nett, aber es ist schon so ein bisschen doof, wenn man einfach so in der Luft dann hängen gelassen wird. Dann ist es auch noch abgestürzt. Also das heißt, man muss mit alte 4 beenden, weil es einfach nicht mehr weiterging. Naja. Also ich war live dabei und war dann auch über das Ende mehr als enttäuscht. Das war traurig für uns alle. Ich habe wie immer köstlicher Tarkov gespielt, mal wie immer mehr oder weniger erfolgreich. Dazu kam noch das Assassin's Creed Valhalla DLC Siege of Paris rausgekommen ist. Das habe ich zumindest schon mal angefangen, habe vielleicht 15 Stunden drin versenkt. Da sind aber zum Teil Missionen drin, die so ja generisch sind, dass du, um einen gewissen Ruf zu erhöhen, immer wieder zu den gleichen Orten rennst, um dort Leute umzubringen. Und das hat mich so genervt, dass ich keinen Bock hatte, das großartig weiterzuspielen. Aber das werde ich wohl diese Woche beenden. Wir sind noch nicht ganz fertig. Ich habe ja quartalsweise spiele ich ja auch Escape from Tarkov mit. Und ich möchte dann noch quasi ergänzen, dass mir ein großes Fest war am Freitag. Und immer wenn du quasi neben mir erschossen wurdest, habe ich mich direkt fürsorglich runtergebeugt und einfach deinen toten, starren Körper quasi das ausgezogen, was ich noch gebrauchen konnte, und habe das dann angezogen. Ja. Ja, also es war ein großer Erfolg für Jan im Bereich Leichenflederei, war aber tatsächlich ganz witzig. Wir waren zum Schluss zu fünft unterwegs und das ist, wie die meisten Leute, die Tarkov spielen, wissen, relativ anstrengend, hat aber bei uns relativ gut geklappt. War tatsächlich schön, auch dass mal ein paar mehr Leute wieder da waren und wir tatsächlich in einer so großen Gruppe durch konnten. Ja. Die ganze Erfahrung war besser als die vom Strauchritter, mit dem wir eine Woche vorher versucht haben, ihn an Tarkov heranzuführen. Und von den 4 Games, die wir gemacht haben, er 4 Games gestorben ist. Das war also ein bisschen trauriger. Aber das stimmt, ja. Das war schön. Ich wurde natürlich ein bisschen betrogen, weil Philipp die Elster mir mein PMC-Kill in Factory weggesnackt hat, während ich irgendwie geguckt habe, ob ich meinen Arm verarzten konnte. Aber es sei ihm auch das gegönnt. Ich habe da jetzt keine großartige Agenda. Ich fand es einfach nur nett, dass ich halt nicht komplett niedergemacht wurde. Und ja, ist ganz nett. Jo. Wir lassen den Spitznamen in Zukunft so stehen, Philipp die Elster. Vielleicht werde ich auch darauf bestehen, dass er sich in im Discord umbenennt. Schauen wir mal weiter. Wir haben ein Potpourri an Themen, nichts Großartiges. Hauptthema wird der gute Bernhard sein, aka Neusmeer, mit dem wir jetzt schon eine ganze Weile uns hardware-technisch beschäftigen. Also wer das im Großen und Ganzen nicht verfolgt hat, ich habe Neusmeer insgesamt 2 Rechner gebaut. Einer davon ist, soweit ich weiß, noch relativ in einem Stück, so wie er verbaut war. Das ist der gute Wohnzimmerrechner. Und der erste Rechner, den ich dem Neusmeer gebaut habe, war ein unglaublicher Budget-PC. Das war so vor 1,5 Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, um wie der Price Point da war, aber das war schon sehr auf Kante genäht. Und von da hat sich der gute Mann gedacht, ich muss das ein bisschen upgraden, und darüber reden wir heute mal und darüber, wie man Entscheidungen in Sachen Hardwarekäufe trifft. Ja, genau, das Wort, was du suchst, ist übrigens Sidegraden, nicht Upgraden, aber dazu kommen wir. Ach so, entschuldige bitte. Ja, genau, das dürfte 1,5 Jahre her sein, wo du mir meinen ersten Computer gebaut hast, nachdem ich so fast 15 Jahre ohne wirklichen Desktop-PC eigentlich war. Also ich hatte mir damals so mit, ich glaube mal 19 oder so, meinen letzten Rechner zusammengebaut.
kenne mich so grob mit Hardware aus. Also ich weiß zumindest, welches Bauteil was ist, ja. Genau. Und dann der zweite, der Wohnzimmer-PC, der steht immer noch im Wohnzimmer und läuft genauso, wie du ihn gebaut hast. Genau. So als Konsolenersatz. Der wird auch fleißig jeden Abend benutzt. Dann erzähl doch mal dein Side-Grade-Path. Was war so die Grund, die Grundhardware und was waren so die ersten Sachen, die du gemacht hast? Und vor allem auch die Motivation dahinter. Also sprich, was hast du diesem PC angetan? Ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich dazu übergehe, dich jetzt zu siezen, um dem Ganzen noch etwas Nachdruck zu verleihen, damit es ein bisschen offizieller ist. So quasi, ja. So, ich ja so eine Art, Folgendes wird Ihnen zur Last gelegt. Hier ist das Hardware-Tribunal. Sprechen Sie jetzt. Also was war das denn? Passiert? Ursprünglich war der Rechner mal, was war es für ein Case? Das war ein cooler Master, wie heißt es denn nochmal, Dino? Master Case 300 QL. Genau, Prozessor waren Ryzen 5 2600, oder ist es ja immer noch, 16 GB Arbeitsspeicher, das war damals ein Corsair Vengeance, ne? Vengeance Pro, oder? Genau. Was war das für eine Grafikkarte? Verbaut eine RX 580 von AMD, Mainboard war von MSI, B450er Board, kann dir gar nicht mehr genau sagen, welches Modell das ist. Das weiß ich auch nicht mehr. Was war denn der erste Upgrade-Versuch? Das erste war, glaube ich, der Arbeitsspeicher, oder? Genau. Der mir zugeflogen ist, ja. Genau, da hatte ich ein 32 GB-Kit bekommen von meinem Vater. Und dann hatten wir versucht, das irgendwie hinzubekommen, aber das hat nicht so richtig geklappt. Also um das zu erklären, das B450-Board von Gigabyte war halt einfach ein Budget-Board. Und das ist mit 4 Sticks nicht klargekommen. Das war relativ von Anfang an klar. Deswegen war dann Dual-Kit drin. Und wir haben dann halt locker 2 Nachmittage versucht, das zum Laufen zu kriegen, bis wir also den ersten Punkt hatten, das funktioniert auf diesem Board nicht. Genau, also grundsätzlich liefen die Riegel ja, aber eben nicht mit XMP-Profil. Und das hat ja dann keinen Sinn gemacht, ja. Gut, zweites Upgrade, Sidegrade. Sidegrade, ich weiß gar nicht, was kam denn dann? Gehäuse oder IO? Wir beginnen gerne mal bei der AIO. Du hast dir eine AIO gekauft. Welche hast du denn ausgewählt? Das ist eine Enermax, Ligmax, 360er, ALGB, viel Bling-Bling, riesen IO, ja. Warum hattest du dich für diese entschieden? Weil sie mir optisch gefallen hat, weil ich wollte, dass der PC vielleicht ein bisschen leiser ist und weil mich halt einfach gepackt hat. Gut. Also man muss dafür sagen, das ist genau die einzige AIO auf dem Markt, beziehungsweise CIC, von der confirmed ist, dass sie einfach nach 1 bis 2 Jahren klangt. Also dass du wirklich Ablagerungen drin hast, die mit großer Wahrscheinlichkeit früher oder später die AIO unbrauchbar machen. Und das war alleine schon der erste witzige Pass. Dazu kam der Erwerb des Gehäuses, ein BeQuiet PureBase 500, richtig? Ja, genau, PureBase 500, ja. Darin hatte ich hauptsächlich die Farbe begeistert, oder? Ja, erstens wollte ich ein bisschen was Schlichteres und das Schwarz-Rot hat mir ganz gut gefallen. Das ist ja so ein bisschen Sonderreihe, meine ich zumindest, ja. Genau. Ja. Jan, was sagst du denn zu Cases mit farblichen Akzenten? Och, ich bin ja insofern nicht ganz unschuldig. Ich habe für meine Bürosysteme habe ich ja auch 3 PureBase 500 in weiß. Die stehen auf dem Tisch und die sehen da nicht ganz so bullig aus. Allerdings sind es auch Bürosysteme und die verbrauchen irgendwie im Durchschnitt 30 Watt oder so. Also da passiert halt exakt nichts. Und von daher kam ich dann damit raus. Ansonsten ist das Case halt ein bisschen restricted, was halt sowas wie Airflow angeht. Das war halt auch... Das ist jetzt erst ein Trend, der quasi wieder neu wiederentdeckt wurde mit sowas wie irgendwie Meshify oder jetzt irgendwie das Fractal Design Torrent, was jetzt irgendwie rauskommt, wo die Leute halt darauf achten, dass eben einfach nicht nur irgendwie eine plane Front ist und ein Glasfenster und dann fragt man sich, ja, wo kommt da die Luft rein? Die Antwort ist dann ja in so kleinen Schlitzen an der Seite, aber da ist halt nicht viel Luft, was da reinkommt. Ja, wobei das in der Grundkonfiguration von Bernards PC nicht viel ausgemacht hat, weil das halt relativ
niedrige Wattzahlen sind, die da durchlaufen. Mittlerweile könnte es ein bisschen anders aussehen, aber dazu kommen wir dann im späteren Verlauf. Von dem Pubase 500 gibt es mittlerweile übrigens eine Airflow-Variante, nennt sich dann 500DX. Habe ich bei meiner Frau verbaut, ist ein ganz nettes kleines Case, wer auf so MIDI-Tower steht. Ja, fairerweise muss man aber auch sagen, das DX, das kostet auch signifikant mehr als das Pubase. Das ist korrekt. Ja, also das leuchtet auch so ein bisschen, aber das ist tatsächlich dann, also so ein Gehäuse mit Mesh vorne dran, das ist ganz gut. Ich bin mir gerade unsicher, ob wir das Bernhard mal irgendwann unterwegs gesagt haben, dass er eine Wasserkühlung mit einem kürzeren Ablaufdatum mal gesagt haben. War dir das gerade neu oder wusstest du das schon? Nee, das war mir schon bewusst. Das hat mir Danilo damals schon gesagt. Der hat gleich. Ja. Ja, und mittlerweile würde ich mich, glaube ich, auch nicht mehr für das Case entscheiden. Mit dem Wissen, dass da vorne einfach zu wenig Luft kommt, vor allem, weil da jetzt ja auch der große 360er-Radiator ja auch hängt. Der die Luft ja brauchen könnte. Das ist allerdings richtig. Der braucht die Luft. Ich meine, mit dem Ryzen 5 2600 passiert da nicht viel. Es ist, glaube ich, eine 65 Watt CPU. Ja. Und du übertaktest ja auch nicht, auch wenn das durchaus da möglich wäre. Aber es geht halt nicht viel drüber über die Watt, die der da zieht. Wann bist du denn auf die Idee gekommen, dass du einen RGB-leuchtenden GPU-Support-Ständer in deinem Case brauchst? Den habe ich mittlerweile schon gar nicht mehr verbaut. Der ist mir mal bei irgendeiner Bestellung mit in den Warenkorb reingeflogen, aber wurde auch nach kurzer Zeit für hässlich empfunden. Der ist gar nicht mehr drin. Ah, schade. Ich habe gedacht, das ist eines der Ground Pieces deines PCs. Nee, überhaupt nicht. Was ist denn jetzt damit? Weil ich habe ja noch nie vom süßen Nektar dieser GPU-Halterung gekostet. Ich habe ja einfach einen Gyrospieß unter die 2-Kilo-Karte geklemmt. Ja, der liegt jetzt hier in der Kruschelkiste quasi und leidet leise vor sich hin. Nee, hat mir einfach nicht mehr gefallen. Der sah dann im Endeffekt auch schon ganz schön billow aus. Ist natürlich schön, wenn man da so einen Regenbogen-RGB-Effekt mit drauflegt, passend zur IO und so, aber na, war mir dann auch ein bisschen too much und zu viel Regenbogen, ja. Okay. Sehr gut. Das Tribunal spricht weiter. Und das habe ich auch nur nebenbei gesehen. Du hast eine M2 SSD mit RGB. Ja, das ist auch so. Erkläre dich. Das ist auch so ein Mitbringsel gewesen einer Bestellung. Ich weiß gar nicht, wo ich das dazu gelegt hatte. Ich war auf der Suche nach einer schnellen SSD, die ich noch aufs Board klatschen kann direkt. Und die war dann da irgendwie im Angebot. Das hat bloß 256 GB, aber so fürs Windows und so reicht die ja. Ja, und sie leuchtet nett. Ja, das war es eigentlich schon mit Begründung. Okay. Ja, es gibt da mehrere Flashbacks. Ja. Also zum einen gab's mal, wer waren das nochmal? Das war in dem Fall, glaube ich, Kingston, ne? Die haben eine SSD auf den Markt gebracht, die hatte so viele LEDs drauf, dass die zu heiß geworden ist und dann in Thermal Throttling gelaufen ist. Ja. Ja, genau. Also die ist halt einfach dann zu heiß geworden und dann hat die gesagt, oh, dann kann ich aber nicht mehr schnell schreiben oder lesen oder irgendwas. Das Problem hat jetzt, glaube ich, irgendwie nicht, aber weiß ich nicht, in meinem Leben muss schon viel passieren, dass ich irgendwas von XPG und Adata nochmal kaufen würde oder überhaupt gekauft hätte, sagen wir es mal so. Das ist übrigens eine grundsätzliche Empfehlung von mir und Jan, um das nochmal aufzunehmen. Was hatte ich denn, also nur um das ganz kurz einmal zusammenzufassen, bevor wir dann in die wirklich witzigen Dinge kommen. Was hat dich denn motiviert, den PC side zu graden? Weil viele der Sachen, die du gemacht hast, waren ja kein wirklicher technischer Fortschritt, wenn dann eher was Optisches. Ja, ich glaube einfach der Spaß an der Bastelei auch so ein bisschen, ja. Also ein wirkliches Upgrade war ja bisher jetzt nichts. GPU war das Einzige, was immer sinnvoll gewesen wäre. Ich denke, der Prozessor, der wird es ja noch so seine Zeit tun. Das war einfach, ja, Bock auf was da dran rumzuprobieren. Wie gesagt, ich war 15 Jahre PC-Abstinent, hab da früher schon immer ganz gerne rumgeschraubt und einfach, ja, der Spaß dran, sag ich mal, ja. Ja, das sei dir in dem Sinne ja auch unbenommen, das wollen wir auch gar nicht machen. Das ist nur immer, wenn natürlich der Startpunkt ein krass budgetiertes System ist mit all seinen Nickeligkeiten und Zwängen und du dann quasi dann das Geld für das System nochmal investierst, ohne das System aber schneller zu machen, sondern einfach nur anders. Das ist dann halt natürlich, wo man dann immer von draußen so als Hardware-Kenner so drauf guckt und denkt sich,
Warum? Ja, also dieses Budget war ja damals eigentlich nur gegeben, weil es, also für uns stand damals zur Debatte, holen wir uns jetzt eine neue Konsole zum Spielen. Also meine Frau und ich, wir spielen leidenschaftlich gerne am Fernseher einfach miteinander, gerade Koop-Sachen und so. Da stand dann eben im Raum, sollen wir gucken, ob wir uns eine Xbox Series X besorgen, was ja wirklich schwierig war, auch eine zu bekommen bis heute ja. Oder bauen wir uns einfach einen PC fürs gleiche Geld und stellen den einfach an den Fernseher ran. Und ja. So war es dann am Ende die bessere Entscheidung? Auf jeden Fall, ja. Also wir haben jetzt schon oft geguckt, gerade so vergleichsweise bei den Kindern zum Beispiel, die Spiele sind einfach günstiger zu bekommen für den PC, ja. Konsolenspiele sind deutlich teurer, es ist viel flexibler, einen PC einfach da neben dran stehen zu haben, auch für andere Sachen außer Zocken. Ja, war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Cool. Was waren dann die letzten zwei Sachen, die du dir gekauft hast? Die letzten zwei Sachen waren eine AMD RX 6700 XT, endlich Grafikkarte, und ein ganz tolles Netzteil, oder vielmehr zwei Netzteile mittlerweile, ja. Erzähl uns doch mal ein bisschen über das Netzteil. Ja, da muss man erst dazu sagen, ich war ja schon länger in Planung, irgendwann muss man eine neue Grafikkarte her, ne? Und dann habe ich irgendwann im Angebot bei caseking.de gesehen, hey, die haben ein günstiges Gigabyte-Netzteil im Angebot, 850 Watt, 99 Euro. Hey Bernhard, das kaufst du jetzt in weiser Voraussicht, du willst ja irgendwann eh eine neue GPU kaufen. Und dann habe ich das bestellt, habe es hier hingestellt im Schrank und dann stand es da erstmal original verschweißt und dann ging irgendwann der Grafikkarten, die Grafikkartensucherei eben los, wo ich dann jetzt im Urlaub ja fündig geworden bin. Und dann kam das Thema Netzteil zur Sprache, weil der Jan mich drauf angesprochen hat. Ja, das war, da haben wir auch noch einen extra Einspieler dafür dann später. Das können wir auch direkt machen. Ja, das war insofern, also das ist natürlich tragisch, weil das war, glaube ich, das Spiel The Ascent, was richtig hardwarehungrig war, wenn man es halt in der ordentlichen Auflösung hat. Und das hat dann irgendwie, ich glaube, warte mal, was hattest du denn da vorher drin? Eine 1070? Eine 1070, ja, die hatte ich mal von einem Kollegen hier bekommen, die hat man mal getauscht, weil aus Gründen. Genau. Ach so, okay. Ja, ich habe mich gerade gefragt, wo die jetzt eigentlich herkam in der Aufzählung. Aber die ist dann dazwischen einfach mal irgendwann reingewandert für genau, ein kleines Geld, oder? Genau, eine Gigabyte 1070 war das, diese Gaming G1. Nette Grafikkarte, hat gut funktioniert, ja. Na gut, bis sie dann halt gestorben ist. Die ist während dem Spiel quasi gestorben, ja. Also ich habe hier... Also wir haben viel Ascent unten am Fernseher gespielt, da ist eine 1060 drin, was auch gut funktioniert hat. Und ich dachte aber, hey komm, probier's mal auf deinem Rechner oben im Arbeitszimmer auch und spielst dann mal eine Runde Singleplayer und hab gespielt und auf einmal denke ich, also als hätte einer einen Schalter umgelegt, Frame-Einbrüche, lief nur noch mit 15 FPS und einfach auch nicht mehr schön anzusehen, man hat gesehen, sehr grobkörnig und so. Da dachte ich, okay, was ist jetzt los? Aus dem Spiel raus. Desktop-Betrieb einwandfrei, kein Problem, wieder ins Spiel rein und genau das Gleiche. Und dann habe ich mit dem Nino, glaube ich, Kontakt aufgenommen oder mit dir, ich weiß es gar nicht mehr. Und das Endverblied war, dass der Rechner sich danach, ich glaube, ein, zwei Stunden auch gar nicht mehr starten ließ mit der Karte. Also die ist dann einfach tot, ja. Ging nichts mehr. Ja, in dem Fall war das Nino, du hattest dann nur, als ich Fahrradfahren war, hattest du mich angeschrieben, weil du gerade irgendwie in deinem Urlaub das Grundstück verbracht hast, irgendwie eine Grafikkarte irgendwie bei eBay Kleinanzeigen irgendwie aufzutreiben für irgendwie, ich glaube, so 100 Euro über unverbindlicher Kaufempfehlung, was ja quasi nach heutigem Standard echtes Gold ist. Und dann ging es eigentlich nur so um so eine Freigabe, die ich dir dann zumindest mal bezogen darauf auch verteilt habe. Und da habe ich quasi nur aus so einer Laune heraus eigentlich nur mal so gefragt, ey, was ist denn da eigentlich da dein aktuelles Netzteil, wo du mir dann quasi dann gesagt hast, das ist das Gigabyte-Ding. Und das war halt just irgendwie zwei Tage danach, wo quasi die Tech-Tuber-Szene, insbesondere Gamers Nexus und dieser Aris, dieser Grieche, der hat das schon irgendwie im November oder so gemacht, halt gesagt hat, okay, das sind Dinge drin in dieser speziellen Reihe von Netzteilen von Gigabyte, die hätte er noch nie irgendwie vorher gesehen. Er hätte in der Zeit seines Lebens 2000 Netzteile aufgemacht, also von Firmen, die er noch nie, wo er noch nichts von gehört hat. Und Gamers Nexus hat ja dann quasi auch diese Testreihe gemacht, indem sie irgendwie so 10, 15 von den Dingern gekauft haben. Und irgendwie, die sind halt alle brav, immer nach 2 Minuten Lasttest und so weiter halt verreckt. Es gibt auch welche, die halten das aus, aber so von den Rezensionen ist so, weiß nicht, die Hälfte oder mehr ist die Hälfte eigentlich da. Ja, 57%. Ja, ne? Also das ist halt einfach Elektroschrott. Also das ist halt einfach eine Serie oder eine Batch, die ist halt einfach kaputt funktional.
Also da sind halt Komponenten drin verbaut, die werden dann irgendwie lustig so 180 Grad heiß und dann werden sie auch relativ schnell nicht mehr 180 Grad heiß, weil die halt einfach explodieren. Und dann ist halt vorbei mit dem Netzteil. Und dadurch, dass das Netzteil halt immer die Gefahr hat, auch noch so eine Grafikkarte mitzunehmen, habe ich quasi das Verbot erteilt, dir deine schöne 700 oder was auch immer oder 600 Euro Grafikkarte oder den Rest deines Systems mit diesem Netzteil halt zu grillen. Dann haben wir es ja gesagt, okay, dann wenn du es kannst, dann schickst du halt zurück und kauft er halt entweder ein Seasonic oder ein Be Quiet. Jetzt ist es halt ein Be Quiet geworden. Hast du da auch die Bedienungsanleitung? Hast du irgendwie schön die Rails verteilt auf 1 und 3? Wie hast du das angeschlossen, Bernhard? Ja. Ja, dann machst du gleich mal ein Foto von. Ne? Und dann ich verstehe kein Wort. Also die grundsätzliche Empfehlung, es gibt Single- oder Monorail-Netzteile, Seasonic hat meistens nur ein Rail aus einem bestimmten Ding. Muss ich dir vorstellen, wie verschiedene Leitungen über die der Strom bzw. die Spannung fließt. Und bei Big White Netzteilen, die haben mehrere Rails, meistens 1 bis 3. Und je nach Grafikkarte, wie viel Strom Watt die zieht, solltest du bei der, die du dir gekauft hast, du hast ja eine 6700 XT gekauft, oder? Genau, ja. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Sowas für MSRP zu kriegen ist, einfach wie ein Sechser im Lotto plus Zusatzzahl aktuell. Geht das im Normalfall, aber wenn die Grafikkarten dann ein bisschen größer sind, wenn es eine 3080 ist oder eine 6800er XT, dann solltest du das über zwei verschiedene Rails verteilen, damit die Last auf dem Netzteil nicht so einseitig ist. Ich meine, das wird bei einem 850 Watt Gigabyte Netzteil nichts tun, aber wir schauen es uns dann trotzdem zur Sicherheit mal an. Be quiet. Genau, oh Gott, das müsste man doch mal genauer erklären. Du hast Gigabyte gesagt. Ich habe Gigabyte gesagt, um Gottes Willen, es tut mir wahnsinnig leid. Ich meine natürlich panisch wieder unmuted, um das noch zu korrigieren. Nicht, dass das noch in der Welt bleibt, ey. Panisch, sofort Schweißausbrüche. Ja. Hast du es denn mittlerweile getestet? Also läuft denn alles jetzt, Bernhard? Ja, es läuft alles, genau. Also die PCI Express-Stecker, wo ihr jetzt wahrscheinlich gerade von den Rails redet, oder? Nämlich, bin ich da richtig in der Annahme? Die habe ich halt eingesteckt in die Dinger, die frei waren am letzten Tag. Da müsste ich jetzt selber nochmal reingucken, wo ich die wirklich eingesteckt habe, ja. Genau, also meine weise Voraussicht, dass ich mir ein Netzteil besorge, weil Grafikkarte war dann halt einfach ein Griff ins Klo. Und ich habe mir dann letzte Woche, weil ich jetzt nicht auf die Retour warten konnte von Case King, also ich habe es wieder zurückgeschickt, das Gigabyte-Netzteil, und mit der Begründung, möchte ich nicht testen, genauso wie ihr es mir empfohlen habt. Hier, die Videos gibt's im Internet. Ich habe keinen Bock, meine Hardware kaputt zu machen. Bitte um einen Refund, und sie gucken es jetzt an. Ich habe leider immer noch keine Reaktion von denen. Jo. Hab mir dann letzte Woche jetzt kurzfristig das Be Quiet Netzteil gekauft, weil ich es einfach nicht mehr ertragen konnte, hier die schöne Grafikkarte liegen zu haben, eine Woche Urlaub zu haben und nicht spielen zu können. Ja, und hab mir dann hier im Laden im Dorf weiter eben dieses Be Quiet Netzteil gekauft. Straight Power 11. Ja. Wenn es funktioniert, dann ist das alles cool. Jo. Was würdest du jemandem mitgeben, der sich darüber Gedanken macht, in die Hardware-Welt einzusteigen? Sich auf jeden Fall jemanden zur Seite holen, der Ahnung hat. Also ich würde nicht sagen, dass ich manche Entscheidungen bereue, aber ich denke, ich hätte mich manchmal doch für andere Hardware entschieden, mit dem Wissen, das ich jetzt im Nachhinein bekommen habe. Ja. Aha. Gut, Jan hat dahingehend mal was vorbereitet, was deine zukünftigen Hardware-Käufe angeht. Ja, Moment, ich schick's dir eben. So, ich hab's dir geschickt. Das ist quasi jetzt eine Betreuungsverfügung für den Kauf von Hardware-Komponenten. Der Ex, die insofern, wo du quasi entmündigt wirst jetzt, PC-Komponenten, die teurer als 30 Euro sind, zu kaufen, ohne dass Nino und ich dann irgendwie gesagt haben, nee, das kannst du machen. Die haben wir auch schon unterschrieben. Also die kannst du dann quasi zu deinen Akten nehmen. Okay, ich lese das jetzt gerade mal vor hier. Ich habe hier eine Betreuungsverfügung. Ich, Bernhard, lege hiermit fest, dass für den käuflichen Erwerb von PC-Komponenten oder PC-Peripherie ab einem Wert von 30 Euro zu meinem Betreuer bestellt werden sollen. Nino und Jan.
PC-Komponenten dürfen erst nach ausdrücklicher Freigabe durch meine Betreuer gekauft werden. Diese Verfügung gilt ab sofort und endet erst, wenn die Betreuer Bernhard einstimmig die gegebenenfalls zu erwerbende Zurechnungsfähigkeit für das oben genannte Aufgabengebiet bestätigen. Ja. Also willkommen in der Familie. Gut. Kommst jetzt auch nicht mehr raus auf absehbare Zeit, aber so ist das jetzt halt im Leben. Ja, also wie gesagt, ist ja jetzt auch alles nicht so richtig gemeint, hätte ich jetzt fast gesagt. Ist halt einfach so, es hat sich so über die Zeit so ein bisschen aufgebaut halt, weil diese PC-Basteleien, die wir jetzt halt so durchgegangen sind, das war halt, ist halt nett und so weiter, wenn man das halt gerade so als Hobby dann irgendwie hat und du hast ja dann auch irgendwie, du hast jetzt quasi genug Selbstbewusstsein und genug Wissen gehabt, um dem System gefährlich zu werden, um es mal so zu formulieren. Und du hattest dann aber quasi jetzt halt natürlich immer Spaß und da hier was auszubauen, das ist ja auch alles cool. Von einer Performance hat es halt nichts gemacht, was so halt so das, der Nitpicken der Jan dann quasi so ein bisschen so grummelnd beiseite, also stand ich da so rum. Und aber jetzt hast du ja ein funktionierendes System, also die Grafikkarte ist jetzt auch ein deutliches Upgrade zu dem allen, was man vorher hatte. Es funktioniert jetzt auch erstmal alles und von daher auch alles cool. Ja, nicht so ernst nehmen, aber es war halt im Zeitverlauf dann doch lustig, dass du halt wie so ein Trüffelschwein der schlechten Entscheidungen halt ausgerechnet von allen Netzteilen dieser Welt dieses eine zum Beispiel genommen hast oder auch von allen AOs dieser Welt hat diese eine genommen hast, die halt irgendwie einen bekannten Seriendefekt haben. Und das war halt das Bemerkenswerte an deiner Reise bisher, sagen wir es mal so. Ja, absolut. Also da bin ich auch immer noch so ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt. Also ich kenne mich ja wenigstens zu einem Mühe bisschen mit PC-Technik aus und dann bestelle ich mir da ein Netzteil, was so gefährlich werden kann, finde ich immer noch eine ganz gruselige Geschichte. Mit der IO, ja, der wird halt irgendwann die CPU zu warm und dann merkt man, da funktioniert irgendwas nicht mehr. Aber die wird jetzt vermutlich nichts mit in den Tod reißen. Aber mit dem Netzteil, da bin ich jetzt doch so ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt, ja. Das hätte böse enden können, ne? Neue Grafikkarte und dann grill ich mir die vielleicht gleich, ne? Ja, und vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob du sie neu oder gebraucht gekauft hast. Neu. Ja, da, trotzdem, da weißt du auch nicht, ob da wirklich Garantie oder sowas gegriffen hätte. Ja. Ich würde jetzt auch gar nicht mehr so richtig groß irgendwelche Kleinigkeiten machen. Das können wir auch irgendwie nächstes Mal da machen, so angesichts der Zeit. Ich würde jetzt erstmal so fragen, wenn wir den Bernhard schon mal hier haben, was hast du denn jetzt noch vor? Was steht denn noch so auf deiner Agenda? Oder bist du jetzt erstmal am Ende deiner Reise angekommen? Ja, eigentlich bin ich jetzt momentan erstmal zufrieden. Die GPU hat auf jeden Fall einen deutlichen Leistungsboost natürlich nochmal gegeben. Ich kann aktuelle Titel endlich so spielen, wie ich möchte. Das ist wunderbar. Das Einzige, was ich gerne mal vielleicht noch hätte, wäre eine größere SSD. Ja, also gerade eine M2-SSD, dass ich da eine schön schnelle und größere hätte, weil ich muss jetzt immer rumschieben zwischen den Platten. Danke Call of Duty, die ja einfach erbärmlich groß sind, ja. Aber sonst bin ich eigentlich zufrieden, ja. Das ist doch schon mal ein Wort. Und was man vielleicht auch noch erwähnen kann, ist, du bist mit mir in das Rabbit Hole der Tastaturen mit eingedrungen. Ganz kurz, wie zufrieden, was hast du denn gekauft und wie zufrieden bist du denn damit? Ja, auf deine Empfehlungen hatte ich mir damals hier zum Einstieg in die mechanischen Tastaturen auch das GMMK bestellt, die TKL-Variante, und auch mit Glorious Keycaps und die, was waren es denn für Switches? Braune, ne? Ja, braune, also Tactile Gateway. Ja, genau. Da bin ich sehr zufrieden. Absolut toll. Und hatte mir jetzt, das war ja auch mehr so aus Spaß eigentlich, noch eine kleine, wie nennen sich die denn? GK64 bestellt, genau. Das sind mit optischen Switches. Hab mir da auch extra die blauen Switches genommen. Ich weiß, die mögen nicht viele, die sind sehr laut und clicky, aber ich habe die auf Arbeit auch und das macht mir irgendwie beim Spielen manchmal ganz Spaß. Dann wechselt er immer so ein bisschen hin und her jetzt, ja. Und das kann ich auch im Tablet benutzen, weil es Bluetooth hat. Finde ich eine schicke Sache. Mit den Keycaps bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Ich hatte mir da ja mit deiner Betreuung also Keycaps bestellt, um es auf ISO.de ein bisschen umzubauen. Habe ich aber jetzt im Endeffekt gelassen und bin jetzt wieder bei der Standard-Keycaps geblieben. Jo. Was war denn da falsch dran an den? Dass alles gepasst hat, bis auf eine Shift-Taste. Und das ärgert mich dann optisch einfach. Okay. Ja, die, wenn du so kleine Tastaturen hast, wie die GK64, dann hast du halt die Problematik, dass, wie bei deiner guten neuen Tastatur, dass du dann eine Taste hast, die entweder
2U oder 1.75U Breite ist, die du dann in vielen Keycap-Kits nicht hast. Und hast du halt eine Taste, die so ein bisschen raussticht. Mhm. Das ist manchmal ein bisschen blöd, aber das ist halt so. Du hast wenig Keycap-Kits, die wirklich jede Tastatur und jede mögliche Variante abdecken. Das existiert eher weniger. Ich habe ja meine zusammengefasst. Ja, da ich die jetzt nur zum Spielen nehme, war es eigentlich egal eigentlich, ja. Ja, das stimmt schon. Ich habe ja meine zusammengebaut. Ich habe ja eine von Keychron. Das ist irgendwie so eine K4V2 im ISO-Layout, weil ich halt ISO-Layout haben wollte. Und da habe ich ja quasi unser beider Panikkauf an PBT Double Shots da reingebaut. Insofern habe ich die Buchstaben ausgetauscht und den Ziffernblock. Und das sieht jetzt immer noch okay aus, so optisch stimmig. In der Standardausführungsvariante von Keychron, die haben so eine orangene Escape-Taste, wo halt das Backlight irgendwie, also die leuchtet halt einfach orange. Dann habe ich mir gedacht, was haben sie sich da denn irgendwie dabei gedacht? Wo erstmal wieder das Graue da aus, da halt eingebaut. Und jetzt habe ich dann quasi so dieses PBT-Set auf den Tasten, also wo man halt tatsächlich tippt und den Nummernblock mit dem, was du gerade gesagt hast, mit Ausnahme der Null, weil die Null ist halt auf normalen ISO-Layout irgendwie so eine Doppelzahl und auf dem kleinen Ding halt so eine einfache, also eine kleine Taste quasi. Und deswegen habe ich quasi die Ziffern 1 bis 9 in PBT Double Shot in schwarz und die 0 ist halt grau unten dran. Aber wenn man jetzt Leute nicht darauf hinweist, dann fällt es gar nicht so auf. Das ist eigentlich ganz okay. Ich habe das ja auch bei meiner Arbeitstastatur, habe ich ein ANSI-Layout mit einem gemischten Keycap-Set. Also habe trotzdem fast alle meine Tasten, die ich fürs deutsche Layout brauche. Und bei meiner Gaming-Tastatur habe ich halt einfach ein englisches ISO-Kit drauf. Das ist dann auch relativ egal. Gut, lieber Bernhard, danke, dass du da warst. War schön. Wir erwarten die Unterschrift unter die Betreuungsverfügung bis zum nächsten Werktag, 8 Uhr. Danke dafür. Und ansonsten würde ich mich von euch verabschieden. Jo, ich habe auch nichts mehr zu sagen. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Auf jeden Fall. Freut mich. Kommt gern mal wieder dazu. Unterschrift wird heute noch erledigt und geht euch dann zu. Gut. Danke für die Beratung. Alles klar. Ja. Tschüss. Ein Shoutout habe ich noch. Wir haben mal wieder einen Streamer auf dem Discord. LSnow95. Schaut euch den mal an. War guter Content. Viel Spaß dabei und reingehauen. Jo, bye. Tschüss. So, das war der Hardware-Teil. Vielen Dank, Jungs. Und excellent. Danach kommen wir direkt zu den News. Wir haben keine Short-News. Olli, was ist da los? Ich weiß nicht. Ich habe die, glaube ich, alle einfach übersehen, habe einfach alle in die News reingehauen. Also, ach so, beim Olli gibt es keine Short-News. Ich mache nichts Short. Bei Olli gibt es nur Long-News. Okay, ja, dann fangen wir gleich an mit der QuakeCon. Ich muss gleich Full Disclosure, ich habe sie selber nicht gesehen. Ich habe mich nur kurz ein bisschen drüber informiert, was irgendwie so dort los war. Und die große Info war, also es gibt ein Quake Remaster auf Steam, was direkt schon raus ist jetzt, wenn ihr das hört. Kann man für 10 Euro auf Steam kaufen. Wer das Originalspiel schon im Steam hat, bekommt es kostenlos. Und wer den Game Pass hat bei Microsoft, da gibt's das Ding auch. Da ist es mit drin. Also, kann ich bestätigen. Quake und Quake 2 sind da aufgetaucht dann auch. Ja, alle beide. Mhm. Ich glaube, Quake 2 gibt's sowieso schon umsonst. Das ist diese RTX-Version mit dem Raytracing. Das könnte sein. Ich habe nicht reingeguckt jetzt. Ja, aber wirklich. Ja, aber die gibt's auch schon so umsonst auf Steam, glaube ich. Aber bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das wirklich die gleiche Version ist. Also finde ich jetzt auch nicht so spannend, ganz ehrlich. Aber gut, ist gemacht. Und die eigentlich wichtige Info in dieser QuakeCon war, es wird eine neue Edition von Skyrim geben. Wie viel ist das jetzt? Die 18. oder so? Ich habe den Überblick verloren. Ja, gute Frage. Also, und zwar war Skyrim wird im November ja 10 Jahre alt. Und dazu bringt Bethesda, wie könnte es anders sein, eine Skyrim 10th Anniversary Edition raus. Und was das aber sein wird, also wer jetzt irgendwie wieder Angst hat, dass alle Mods wieder neu gemacht werden müssen, nein, es handelt sich letztendlich um die Special Edition und plus irgendwie anscheinend 500 Mods sind da schon mit vorintegriert aus dem Creation Club, also dieser Bezahlmod-Geschichte, die da mal eingeführt wurde, so als Konkurrenz zu Nexus-Mods so ungefähr.
Jo, und dann hat man die da alle schon drin und muss sich keine Sorgen mehr machen. Und es sieht quasi so ein bisschen dann aus wie so ein Remaster oder so, nehme ich mal an. Also wahrscheinlich haben sie dann noch bessere Texturen, bla 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 bla. Meinst du? Also ich habe jetzt mal ein bisschen nachgelesen, so ein bisschen. Und also diese 500 Mods, das ist, was heißt Übersetzungsfehler, aber es ist, also es sind, glaube ich, wohl 43 Mods oder 48. Oh, bei der PC-Games stand 500. Ja, ja, pass auf. Und diese beinhalten 500 Items. Ah, okay. Aus dem Creation Club. So rum ist das wohl irgendwie gedacht. Ah, okay. Und manche meinten, ja, das sind aber auch alles so Dinger, bei Witcher oder so, wäre das so solche so Minimal-DLCs gewesen verglichen. Also mal hier eine neue Klamotte oder sowas, weißt du? Ja, so ja, ja. Kleinigkeiten. Ist ja okay. Jetzt kein Overhaul-Dingen oder sowas. Jetzt ja. Kein riesiger. Ich glaube aber, es sollen schon auch irgendwie ein paar Dungeons und so sind, glaube ich, auch mit dabei, oder? Kann sein. Ich habe jetzt keine Details gelesen. Aber ja. Man sollte jetzt auch seine Erwartung ein bisschen zügeln, sag ich mal so. Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, das wird jetzt kein Riesending. Ganz ehrlich, also ich werde es mir sicherlich nicht kaufen. Also was soll der Scheiß? Ich spiele nur noch die, wenn ich mal anschmeiße, spiele ich nur noch die VR-Version. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt irgendwie was bekommt davon oder ob man das da auch machen kann, weil die VR-Version zu modden ist nämlich ein Riesen-Act, weil du moddest eigentlich, du musst nebenher die Special Edition installieren und musst dann die modden und dann musst du die Dateien manuell rüberkopieren in einen anderen Ordner, dass die VR-Version dann gemoddet ist. Also weil die haben gar keinen offiziellen Support und ich weiß gar nicht, ob das da überhaupt geht oder was, also keine Ahnung. Und ich will auch ganz ehrlich, ich fand diese Bezahlmod-Geschichte und diese Creation Club, das war so ein mieses Ding von Bethesda, irgendwie das dann Jahre im Nachgang zu machen und ich habe keinen Bock, das jetzt irgendwie so auf die aus zweiter Hand zu unterstützen, indem ich da jetzt so eine neue Version kaufe. Also ein konsequenter Mensch. Nee, also ganz ehrlich, ich finde es irgendwie ein bisschen scheiße, muss ich schon sagen. Naja, ich glaube, verpasst man jetzt auch nicht so viel wahrscheinlich, da könnte man sich auch in das letzte Skyrim nehmen, was dann irgendwann auch mal akzeptiert worden ist, dass Modder das umsetzen auf den, ne, weil ja auch dann mussten ja viele Mods neu gemacht werden, ne, mit genau. Die Special Edition. Die Special Edition, genau. Und da kannst du dann auch das Ding aufpumpen bis zum Anschlag und dann reicht's auch, ehrlich gesagt, glaube ich. Da waren auch schon DLCs dabei. Also ich glaube, das ist schon gut genug, gerade auf dem PC. Das tut nicht mehr Not, dass man jetzt die Anniversary Edition noch unbedingt braucht, denke ich mal. Jo. Es ist noch nicht so ganz klar, wie das jetzt ist. Manche haben gesagt, die gibt's kostenlos für alle Special Edition Besitzer. Dann haben andere wieder gesagt, nee, dann die Next Gen gibt's dann kostenlos für die Special Besitzer. Genau, oder, weil das wird es auch noch geben. Es wird ein ja. Next Gen, es wird ein irgendwie so ein Next Gen Upgrade irgendwie geben wohl für die neuen Konsolen, nehme ich mal hauptsächlich an, ne? Wahrscheinlich. Ja. Ja, klingt so. So ganz habe ich auch nicht kapiert. Ich bin überhaupt, einiges ist da unklar für mich. Ich habe, ehrlich gesagt, ich hätte was die Originalquelle nochmal lesen müssen, weil irgendwie ist das Ding so schwammig angekommen bei den deutschen Webseiten. Ja. Weil manche meinten nämlich auch, nein, die Anniversary Edition musst du haben und dann kannst du zur Next-Gen-Version auch kostenlos upgraden. Also ich steige jetzt endgültig nicht mehr durch, was jetzt wann kostenlos ist, aber ja. Irgendwie war es mir auch herzergreifend egal, ehrlich gesagt. Also das war es dann auch. Also das Einzige, was ich weiß, was ich bei PC Games gelesen habe, wenn die natürlich wieder recht hatten, ist, man wird ein günstiges, in Anführungszeichen, Upgrade kaufen können, wenn man die Special Edition hat und zur Anniversary Edition upgraden will. Das heißt, wenn man diese Mods dazu kaufen will, sozusagen, dann kann man das sozusagen noch für, was weiß ich, wahrscheinlich ein Fünfer oder so. Jo. Ist auch fast egal. Aber ich würde mal sagen, im Endeffekt nicht so die Riesen-News. Einzig erwähnenswerte ist, es scheint für alles, fast alles, bis auf die Switch, ja. kein Skyrim für die Switch. Ja, ja, gut. Da muss man jetzt irgendwie mit durch. Man wundert sich ja fast. Ja. Welche Kick Sand, wie einer sagt oder sowas. Ja, es war halt hauptsächlich auch eine lustige News, weil, weil halt Skyrim mal wieder neu aufgelegt wird. Also, es ist ja inzwischen mal schon wieder. Ein Meme. Genau. Ja. Achso, da fiel mir noch ein was von Todd Howard ein, dem. Bethesda-Chef, ne, oder? Ist er doch noch immer noch, ne? Ja, ich weiß immer nicht genau, wer jetzt der Chef ist. Ob es er ist oder Pete Hines. Also einer ist, glaube ich, irgendwie der Chef von Bethesda als Ganzes und der andere ist irgendwie der Chef von dem Entwicklerstudio, was halt immer die TS-Dinger. Ich glaube, Todd Howard ist der Chef von dem Entwicklerstudio. Ist egal. Also Lederjacken-Howard, ne? Ja, ihr kennt ihn ja alle. Genau, Lederjacken-Howard. Weil es immer hieß ja, wie oft wollen wir denn noch so Sachen rausbringen, also Skyrim-Ports. Er soll mal gesagt haben, wenn ihr aufhört, diese zu kaufen, dann hören wir auch auf, welche zu machen. Hat er ja recht. Ja, hat er recht. Das ist einfach auf den Punkt gebracht. Also ich kaufe das ja, Leute. Also, ja, ich bin selber schuld. Genau, ich will ihm das auch nicht verdenken. Kann er ja machen.
solange sie damit ihr ein gutes Starfield finanzieren, ist ja, das okay. Hoffe ich auch. Das ist, glaube ich, das auch ein bisschen hinjippere, dass das mal was Gutes wird. Jo. Aber ist noch ein bisschen hin. Gut, das dazu. Jo, die nächste News, ich weiß nicht, Olli, hast du das überhaupt dir angeschaut, dass ein neues Call of Duty kommt? Ich habe mir das Call of Duty angeschaut, das Video zumindest dazu, aber so viel mehr ist ja auch nicht bekannt. Ich habe den aktuellen Games Aktuell Podcast gehört, wo auch drüber gesprochen wird. Ah ja, also, dann hast du mir schon was voraus. Siehst du, also kann ich es aber übernehmen, das Ganze hier. Es ist mal wieder ein Zweiter Weltkrieg, ist mal wieder ein Zweites Weltkrieg-Setting. Das ist, ja, ist das jetzt überraschend? Die hatten ja schon mal vor gar nicht langer Zeit, 2017, glaube ich, war es dieses World War II. Da waren sie schon mal wieder zurückgegangen. Also, die Zeit lang war ja Zweiter Weltkrieg total verpönt, weil irgendwie gab es ja nur Zweiter Weltkrieg-Shooter und Übersättigung total. Dann hat man das dann möglichst nicht mehr gemacht. Dann schlich es langsam wieder ein und World War II war dann 2017. Das habe ich mal gespielt, tatsächlich, weil es, also die Kampagne zumindest, weil es mal im PS Plus war und ja, hatte auch, glaube ich, hier im Podcast etwas darüber gerantet, über die typisch patriotische Story. Aber auch gleichzeitig da festgestellt, ich glaube, Tobi, du warst meiner Meinung, dass das irgendwie auch ein bisschen so ein Guilty Pleasure immer ist. Es kracht, es wumst und man ist irgendwie dann doch gut unterhalten und war dann auch irgendwie ganz, ganz witzig, da so einmal das durchzuspielen. Aber mir, ehrlich gesagt, immer zu teuer für die paar Stunden da durchzuballern immer, weil die Dinger werden einfach nicht billiger, diese Call of Duty über die Jahre oder wenig. Für den Multiplayer brauche ich es ja eigentlich, ich persönlich weniger, da spiele ich lieber Battlefield, das ist mir dann, das andere ist mir zu hektisch irgendwie, das Call of Duty irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Ist egal, aber jetzt haben wir mit Call of Duty Vanguard mal wieder ein Zweites Weltkrieg-Setting. Diesmal ein bisschen verteilt über mehrere Kriegsschauplätze, über Pre-D-Day Frankreich, also ja. Was immer das heißt, vielleicht zu Kommandoeinsätzen. Genau, also das so? Ist, ich, wie gesagt, ich habe das Video auch gesehen und ich habe die Vorschau zumindest gelesen im Dingens. Also Pre-D-Day Frankreich bedeutet, es war ja so, dass sie bevor der D-Day kam und sie da mit dem hier Landung an der Normandie und so, in der Nacht vorher, das sieht man übrigens auch in Band of Brothers und so, wenn man die Serie anschaut, haben sie ja einen ganzen Haufen Soldaten per Fallschirm über Frankreich da abgeschmissen, die dann hinter den feindlichen Linien schon mal da irgendwelche Vorbereitungen gemacht haben. Und so Insurgents da und irgendwie mit der Resistance Kontakt aufgenommen haben, was wir sehen hier alles. Und quasi man spielt einen Typen, der da halt abspringt im Fallschirm und das geht auch alles gleich mal schief und so. Und dann ist man da nachts erstmal da in Frankreich unterwegs. Quasi die Nacht vorm D-Day. So, genau. Ja, dann irgendwas in Nordafrika, das haben wir auch. Wir haben die Ostfront mit, ich glaube, so einer russischen Soldatin, ne, Scharfschützin, den Pazifik. Und Berlin, ja. Genau, Pazifik, Berlin, also im Prinzip alles. Hm? Also, sie springen also zumindest runter. Die bekannten Sachen, immer so die bekannten Hauptkriegsschauplätze, ne? Also die, genau, also sie springen da munter von Ding zu Ding. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Story so aufgebaut, also man spielt einen englischen Sergeant Kingsley und sein Team. Und das Team beinhaltet eben unter anderem diese russische Sniperin Polina Petrova, die wohl inspiriert ist von der Lyudmila Pavlichenko, die, glaube ich, Sniperin war in Stalingrad sogar oder so. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber die ist auf jeden Fall in Russland sehr bekannt geworden damals. Sie war so eine der tödlichsten Sniper im Zweiten Weltkrieg. So eine Todesengel quasi. Genau, russische Todesengel, ja. Klingt nach einer angenehmen Person. Auf jeden Fall, genau, und dieses Squad, was man da spielt, das war so ein bisschen quasi, so ist es einfach so wie der Vorläufer zu den modernen Special Forces. Also das sind wohl die Leute, die immer eingesetzt werden, wenn es irgendwo brenzlig wird. Und deswegen kommt man da wohl auch ziemlich viel rum. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, spielt man immer das gleiche Team. Denn, laut Entwickler, die Kampagne soll auch persönlicher werden. Ich finde, das ist immer so ein Slogan, den hörst du jedes Jahr bei Call of Duty und der tritt nie ein. Aber auch dieses Jahr wieder ist er wieder von der Partie. Naja, was man persönlich hat, das kann ja auch viel heißen, das kann ja auch zum Fremdschämen sein. Fremdschämen persönlich, ne? Genau. Mein Soldat bei World War II, was heißt mein Soldat, aber mein alter Ego da, das hat auch immer geträumt von seinem schönen Heimat mit Amerika-Flagge vom Vorgarten und sowas. Das war auch sehr persönlich alles, ja. War das nicht, das war doch Battlefield 1, oder? Wo man immer die Träume gesehen hat von den Leuten, die irgendwie dann. Ach, das die träumen überall, doch. Da haben sie auch geträumt. Also und dann ist die Frau schwanger und hast sie nicht gesehen. Oder so. Ja, das ja, ist, genau. Ja, weißt doch. Irgendwas ist immer. Ah, ja.
Also wir wollen damit sagen, wir sind skeptisch, was die persönliche Geschichte angeht. Wir sind also ich meine, ich bin mir jetzt sicher, es wird, also allein schon, wenn man sich das Video anschaut, kannst du eigentlich jetzt schon sagen, es wird eine klassische Call of Duty-Kampagne, viel Action, viel Bombast, viel Bam, Bam, Bam. Und dann zwischendrin wahrscheinlich mal so die eine oder andere komplett entweder daneben gelegene oder so eine komplett billige Tearjerker-Szene oder sowas. Das ist jetzt mal meine Erwartung an das Spiel. Im Singleplayer. Genau. Es sieht aber, also ich fand schon, es sah ganz lustig aus. Also, man hat da ziemlich viel gesehen von dieser Nachtmission. Dann frage ich, da müssen sie wohl zu so einer brennenden Windmühle laufen oder so. Oh, das sah halt alles, das sah schon stimmig aus und sehr dunkel und ziemlich dreckig alles und so. Also, das können sie halt so präsentieren. Das können sie und diesmal können sie sich ein bisschen technisch entfesseln. Die sind immer schon sehr ausgerichtet auf die Konsolen. Ne? Das ist, Call of Duty ist, glaube ich, mittlerweile eine der Konsolenserien überhaupt, die massenweise verkauft worden ist. Auch in den USA, glaube ich, und sowas. Und primär immer auf Konsole ausgerichtet, auf den Markt. Und das Ding ist, glaube ich, schon richtig stark jetzt ausgerichtet auf die Next Gen. Ich weiß, kommt es auch für die normalen raus? PS4 noch? Wahrscheinlich noch, ne, oder? Oh, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, da haben sie jetzt schon ein bisschen mehr im Hinblick auf die neuen entwickelt, zumindest was man da gesehen hat. Und da sieht es immer besser aus und da können sie schon ein bisschen was abfeiern. Auch wenn die nicht unbedingt berühmt dafür sind, dass die Call of Duty-Spiele technisch immer so ganz hervorragend waren. Aber naja, aber Inszenierung hatten sie immer drauf. Also zusammen mit einem Sound und sowas war das immer schon ein Erlebnis, muss man schon sagen. Genau, also, ich finde die Inszenierung reißt bei denen halt wirklich immer raus. Ja, ist auch so. Genau, sehe ich auch so. Ja, ach da, Release 5. November übrigens. Ne? Ist noch ein bisschen hin. Multiplayer kommt auch. Genau, Multiplayer wird auch, da gab es jetzt noch nicht so viele Infos. Also es wird wohl 20 Karten geben zu Release, was wohl eine sehr gute News ist, weil beim letzten gab es wohl nur, wie viel, ich glaube 10 oder so, oder noch nicht mal zum Release. Also das ist schon eine ordentliche Anzahl und es wird klassische, also ich glaube, was haben sie gesagt, irgendwie 16 von den 20 sind für klassische 6 vs 6 Modi. Und dann wird es noch irgendwie Spezialmodi geben. Da gibt's wohl einen Champion-Hill-Modus. Da wollen sie irgendwie nächste Woche was drüber sagen. Naja, so Staggered Release oder Infokampagne, ne? Da werden sie jetzt immer schön uns in Laune halten, immer zwischendurch mal was raushauen. Das sind die Marketing-Füchse wieder unterwegs und hauen immer mal ein paar Brückchen raus an Infos. Genauso wird's kommen, ja. Ne? Wir kennen das. So ist es. Ich wollte nur gerade sagen, ich habe gerade nochmal nachgeschaut und Call of Duty Vanguard kommt für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S und PC. Und es wundert mich auch nicht, weil so viele Konsolen, wie sie bis jetzt da noch nicht ausgeliefert haben, die bringen schon alles für die Alten. Klar. Jo. Man darf sehen, wie stark das dann optimiert ist auf der Next Gen. Next Gen Version ist aber angekündigt, glaube ich, ne? Also, es steht, ich habe jetzt nur gesehen, es kommt halt für alle raus. Also die alten und die neuen, ob die neuen jetzt eine extra Version bekommen oder so, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist immer ein bisschen unklar immer. Das schreiben sie mittlerweile auch nicht mehr immer dabei, ne? Ob das jetzt einfach nur heißt, dass zum Beispiel über die PS5 läuft, dass da eine PS4-Kompatibilitätsmodus oder ob das eine spezielle PS5-Version nochmal drin ist. Das ist manchmal nicht ganz so deutlich. Jo. Naja, wir sind der PC-GC-Community-Podcast. Insofern interessiert uns das doch nicht. PCMR, Mann. Das hast du jetzt gesagt, wenn ich mich überlege, wie oft ich schon Konsolenspiele gemacht habe. Na, egal. Interessantes Detail übrigens, zumindest wurde mir das gesagt, ich habe es gar nicht darauf geachtet beim ersten Durchschauen, dass Activision gar nicht genannt wird im Trailer. Ja. Also jetzt kein Wort, ne, oder? Ja, ist zurzeit nicht so hip, ne? Sehr auffällig, oder? Ja, das war eigentlich echt krass. Keine Activision-Präsenz. Also, einer war es vor, definitiv, dass Activision immer an prominenter Stelle genannt worden ist bei jedem Call of Duty oder zumindest den letzten. Und diesmal kein Wort, ne? Es ist Activision, existiert nicht, hat nichts mit zu tun. Nee. Ich bin mal gespannt. Ich meine, sie werden es ja auch wieder über das Battle.net sozusagen laufen, doch die Call of Duty ist jetzt eigentlich auch immer. Also ganz kommen sie aus der Ecke nicht raus, sag ich mal. Nein. Also, weißt du, es ist wahrscheinlich so ganz stumpfes Entscheidung auf Management-Ebene gewesen, nach dem Motto, für die Leute da draußen, die es nur halb mitbekommen haben, wir lassen es mal weg, dann fällt es vielleicht nicht so auf. Also für diese nicht mal halb, sondern maximal ein Drittel oder Viertel informierten Leute, weißt du, dass man da denkt, dann kommt man mit rum mit der Geschichte. Ich glaube, das darf man sich gar nicht so kompliziert denken, das ist so ganz, wie sagt man so schön, niedrigschwellig von der Intelligenz her. Jo. Also, aber wie gesagt, Katze ist aus dem Sack, so sieht das neue Call of Duty aus.
Ich muss erstmal, also ich muss mal, irgendwann muss ich mir mal noch das Modern Warfare kaufen von vor 3 Jahren oder was. Das ist das nächste Call of Duty, was ich im Auge habe. Ansonsten. Dieses 80er Jahre Call of Duty, meinst du das vielleicht? Nee, ich meine das Modern Warfare, das Reboot. So. Das Modern Warfare Reboot. Ah, weil das muss so eine ganz coole Kampagne eigentlich gehabt haben und so. Aber ich habe ja, also ich bin da sowas von hinterher. Ich habe ja erst, vor ein paar Monaten habe ich ja erst Future, oder wie ist das? Das Zukunftsding gespielt und so. Also ich bin da immer so 3-4 Jahre hinten dran. Und ganz ehrlich, die Zweite Weltkriegszeit interessiert mich sowieso nicht. Zweiter Weltkrieg, ach nee. Das ist nicht so meins. Nee, ich bin da zu sehr in der deutschen Scham verhaftet. Ach Gottes Willen. Keine Ahnung. Nee, keine Ahnung. Also irgendwie, mich spricht einfach das Setting nicht an. Wahrscheinlich unterbewusst schon so ein bisschen. Deswegen, ich weiß es auch nicht genau. Ja, ich habe da keine Erinnerung. Ich weiß, also an sich, logisch gesehen, habe ich auch keine, aber ja, ich mag also die Modern Warfare, Black Ops, Future Warfare und so, mag ich da um einiges lieber. Und ich finde, ganz ehrlich, ich finde es fast ein bisschen langweilig, dass sie jetzt ja wieder durchrotieren und halt wieder den Zweiten Weltkrieg machen. Das ist wieder so Standardkost. Also es ist halt genauso wie Battlefield 5 hat's gemacht vor einem Jahr, jetzt macht's wieder Call of Duty, bla bla bla. Ich finde, also, sie haben sich ja damals mit Black Ops eigentlich mal ein wirklich cooles neues Setting mal so ausgedacht. Das könnten sie doch mal wieder machen. Irgendwas anderes. Weiß nicht. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, die haben gemerkt, das läuft immer noch relativ gut, erstaunlicherweise. Die hatten ja dieses, wir haben schon gesagt, dieses Future-Setting mal gehabt. Ne? Ja. Was viele durchaus gut fanden. Es gab ja welche, die haben gesagt, das ist mal ein mutiges Setting, ist mal was ganz anderes und sowas. Ne? Ja, aber es war wohl nicht so, aber es war wohl kommerziell nicht so erfolgreich. Und jetzt trauen sich halt nicht mehr da so ganz ungewohnte Wege zu gehen. Da bringt man lieber nochmal einen Zweiten Weltkrieg oder vielleicht mal wieder ein bisschen Gegenwart oder 80er Jahre oder sowas. Das läuft halt. Ja, wie du gerade gesagt hast, halt man muss diese niedrige Intelligenzschwelle bedienen. Das glaube ich. Ich würde mich dann voll reinstürzen, dann war ich auch so, damn Crowds, dann kann ich sie alle nieder, die Leute da. Das passt ja schon. Dann bin ich dann voll angekommen in der Intelligenzstufe. Gut, also wir merken, sie haben das Marketing auf den Olli ausgerichtet. Ist aber volles Pfund, ja. So, wenn wir schon beim Marketing sind und vergeblichen Versprechungen und sowas. Cyberpunk 2077, 2077 oder wie man es nennen mag, kam der Patch 1.3 raus. Jo. Mhm. Ja, und da hat die Welt verändert, oder? Hat er die Welt verändert? Er die Minimap zoomt. Und sie das haben ist allerdings wirklich mal, also. Das ist wirklich gut. Das hat uns ja alle tierisch aufgeregt. Oh ja, Ich muss aber sagen, ich fand lustig, sie haben ja, also weil du ja auch gerade gesagt hast, das Lustige war ja quasi das Marketing um diesen Patch herum. Mhm. Sie haben ja einen, ich weiß nicht, 45-minütigen Stream oder so zu diesem Patch gemacht. Oh, ich bin dabei eingeschlafen, ohne Scheiß. Wo sie erklärt haben, wie schwierig das war, es zu implementieren, dass diese Minimap hier zoomt. Weil sie irgendwie meinten, das muss alles gestreamt werden und wenn die Minimap rauszoomt, dann muss die da mehr Daten reinstreamen von dem, was irgendwie noch weiter weg ist und so. Und ey, ganz ehrlich, das kann doch nicht so schwer sein. Ich mach doch einfach nur eine Map. Das ist doch nur, die Minimap ist ja kein, die müssen ja nicht das Level zoomen, die müssen doch nur ein Bild rauszoomen sozusagen. Das kann doch nicht so schwer sein, das reinzustreamen. Also ich bitte euch, Leute. Bevor du dich jetzt in Rant begibst, ne? Rant-Modus, ne? Im geheiligten Rage. Ja. Erstmal nochmal Fakten schaffen, ja? Fakten. Also, was haben wir denn in der Update? Wir haben ein alternatives Aussehen für Johnny Silverhand. Uhu. Wir haben eine mehrlagige Sintleder, Delta Jock heißt die, Delta Jock Jacke. Und wir haben eine leuchtende Punkjacke für alle Spieler. Das ist doch gut. Welche die Spritztour, das war eine Mission, abgeschlossen haben. Ist im Lager Wies Apartment verfügbar. Und zu guter Letzt gibt es noch das Fahrzeug Archer Quartz Bandit. Welches man entweder als Belohnung behaltet oder ganz einfach kaufen könnt. So. Das ist halt drinnen. Das sind so die Mini-DLCs, die sie mal angekündigt haben. Nicht die letzten, aber es sind halt welche. Und daneben gab es halt die schon von dir erwähnte zoombare Karte oder zoomende Karte, ne? Also beim Fahren die Karte, die Minimap. Und man kann jetzt wie, ganz entscheidend, mit Hilfe der Maus im Inventar drehen. Und Cyberware besitzt ein Tool zu vergleichen. Und vielleicht noch wichtiger, man kann man kann ihn drehen im Inventar. Ja, endlich also, kannst du, wie geil er aussieht. Ich kann mir meine pinken Hotpants jetzt auch von hinten anschauen. Ja, Hammer. Kannst du tun. Ich muss das sofort wieder installieren, das Spiel. Und du kannst, wenn du irgendwelche Sachen craftest, jetzt die auch im Bike craften endlich mit einem Schieberegler dann kannst du dann sagen, hier sind so viel davon. Schön, oder? Ja, das wird, glaube ich, den Lukas freuen, den hat er das, glaube ich, ziemlich aufgeregt, dass man jedes Ding einzeln craften muss.
Und ja, und ein paar Balancing-Sachen, NCPD, regiert nicht mehr auf Leichen bei Open-World-Aktivitäten, warum auch immer. Die, okay. Stealth-System wurde geschraubt und bla bla bla. Ich spare mir den Rest. Das Rest waren ganz, ganz viele Bugfixes, ne? Also eine Riesenliste wieder an Bugfixes. Ja, das ist ja auch das Wichtigste eigentlich. Ne? Sehe ich auch so. Also, das ist eigentlich das Wichtige, was da passiert ist, dass die immer noch fleißig da Bugs fixen und das Ding irgendwie immer noch mehr auf Vordermann kriegen. Diese Erweiterungen, die jetzt gekommen sind, also gute DLCs, dafür mache ich das Spiel nicht an. Also ich brauche jetzt nicht mehrlagige sind, die kann man jetzt haben, ist dann gut und schön, aber ja, ne? Aber ich meine, sie hatten das ja angekündigt, dass so Mini-Zeugs kommt und das bauen sie jetzt halt dann ein. Das ist ja, das finde ich voll okay. Also da gibt es bestimmt wieder Leute, die sagen, wieso machen sie das jetzt und nichts anderes? Aber das sind wahrscheinlich eh unterschiedliche Teams, die da an Sachen arbeiten. Was will jetzt sonst der Grafiker auch irgendwie Bugs fixen? Ja, exakt, die gab es natürlich, die Leute. Genau, die gab es auch. Ich habe ein bisschen Kommentare gelesen. Generell, die Stimmung war nicht so gut, muss man sagen. Mhm. Denn zum einen, ist wahrscheinlich als Spieler, sag ich mal so, der erste Reflex ist, dafür haben die jetzt so lange gebraucht. Mhm. Ne? Also für die zoomende Minimap und ein bisschen Kleinzeug sozusagen. Das war, was überall so aufflammte, dass man gesagt hat, das kann ja nicht sein. Ne? Ja, wobei ich da immer noch denke, wahrscheinlich geht die meiste Arbeit geht immer noch Bugfixe rein bei denen, immer noch. Und das wird auch nicht abgeschlossen sein, weil ich kann echt wahrscheinlich sagen, das Spiel ist vielleicht auch ein Jahr zu früh rausgekommen oder so. Ja, nee, aber weißt du, ich hab auch so ein bisschen das Gefühl teilweise, das Grundgerüst, so wie sie es programmiert haben, ist halt nicht so super optimiert, wie das vielleicht, keine Ahnung, bei einem GTA ist oder sowas. Weil, ich meine, ich hab's ja gerade erzählt hier, was der gesagt hat zu dieser Minimap-Geschichte zum Beispiel, ne? Und da hat er halt auch gemeint, das Problem ist, wieso es auch alles so lange dauert und so, das sagen die in dem Stream auch sehr oft offen, ist, dass er sagt, die arbeiten halt extrem an der Grenze des Speicherbereichs, den sie zur Verfügung haben. Also gerade natürlich auf den alten Konsolen, aber du musst ja auf irgendwas optimieren dann. Und da ist quasi jedes Kilobyte ist da irgendwie wichtig. Und sobald irgendwie sie irgendwo irgendwas ändern, kann es halt sein, dass da irgendwas drüber geht und dann gibt's halt einen Crash oder sonst irgendwas. Das heißt, die arbeiten da voll am Limit von dem, was sie da irgendwie können. Und das macht's halt, ich kann mir schon vorstellen, dass das extrem schwierig macht. Das Problem ist, ja, dann ist halt das Grundgerüst irgendwie ein bisschen wackelig gestaltet, sag ich mal. Das wird's auch sein. Ja. Also ich, ganz ehrlich, ich glaube, das Ding ist ja unter so einem Zeitdruck auch entstanden. Also zumindest habe ich gemerkt, dass denen ja die Zeit davon gelaufen ist irgendwann. Das Ding ist, es ist wackelig von der Grundgröße wahrscheinlich her. Ne? Ja. Und du kannst, wenn du da was anfasst, die können ja auch, glaube ich, die was haben sie nicht geändert? Irgendwas haben sie nicht geändert. Die Perks haben sie nicht geändert oder irgendwas haben sie nicht geändert. Weil hat der andere auch gesagt gehabt, weil wenn sie das machen, dann kann wieder so viel anderes kaputt gehen im Spiel. Ja. Das haben sie nicht rangetraut, buchstäblich nicht. Ne? Ja, ich glaube, die Attribute. Ich glaube, man kann oder die Attribute. Perks, die Perks, glaube ich, kann man jetzt respecken, aber die Attribute noch nicht. Weil die, das hätte irgendwas kaputt gemacht. So. Ja, das sieht man halt. Ja. Ich meine, das ist halt wahrscheinlich so komplex, das Ding, dass es halt wirklich schwierig ist. Naja, es ist wahrscheinlich sauber von der Architektur her wahrscheinlich auch nicht. Ne? Das ist dann, wie es Softwareprojekte gerne sind, die unter großer Hast dann beendet werden, wahrscheinlich zusammengeschossen von vorne bis hinten, damit es noch läuft, mehr oder minder. Ja. Ne? Und da gab es also einige Indizien, die eh schon darauf hindeuten. Ich entsinne mich an den Kommentar. Jetzt machen wir mal den großen Bogen mal wieder im Umfeld Steam Deck und ein Teilprojekt ist davon, nämlich Proton und von Proton die VXDK-Schnittstelle, das ist nämlich diese DXVK, andersrum vielleicht, die DirectX-Calls umsetzt in Vulkan, ne? Das ist diese API, die in Linux ganz gerne benutzt wird. Ja, das ist diese Proton drin, das musst du ja machen, damit ein Windows-Spiel dann sauber auf Linux läuft, damit du diese Calls zur DirectX-Schnittstelle umbiegen kannst zu der anderen Schnittstelle. Und der das gemacht hat, der hat wohl sich das auch Cyberpunk angeguckt und hat auch nur gemeint, er hat selten so viel kaputtes Zeug gesehen bei den Calls. Mhm. Ja, also die Grafik, also was in Grafik-Calls kommt, aber das ist total kaputt. Und am gleichen Atemzug hat er gelobt, wie die Stadia-Version, die gemacht worden ist, die wurde ja von einem Porting-Haus gemacht, ich habe den Namen jetzt leider vergessen. Da meinte er, die ist absolut exzellent und die gilt auch mit einer der besten Versionen neben dem PC. Glaubt man kaum, aber die Stadia-Version ist die gilt als eine der absolut besten Versionen überhaupt mit, gleich neben gut laufenden PC-Setups. Und er meint, es ist ein Wunder, was die verbracht haben an dem Ding. Ein Wunder, meint er. Weil das Ding läuft ja auch auf Vulkan, weil es ja auf Linux läuft bei Stadia. Ist ja alles Linux-Basis bei denen. Ist ja wirklich so.
Und meine sauberste Arbeit vom Feinsten, das wurde auch da ausdrücklich gelobt, da die das Porting-Haus. Aber die ist natürlich dann auf Vulkan ausgelegt. Das heißt, die kannst du nicht ohne weiteres am PC, so am Windows-PC nee, so dann verwenden. Nee, wird auch keiner rausgeben. Ne, wird auch keiner rausgeben. Aber also er hat zumindest dann gesehen. Nein, ich überlege nur, wieso dann nicht, also das wird der Grund sein, wieso nicht CD Projekt selber sagt, dann nehmen wir halt ab jetzt die Version als Grundlage und machen da drauf alles oder so, wenn die so viel besser funktioniert. Ja, ist ja wahrscheinlich nur ein Teilaspekt. Ist ja bisher nur, die Grafikschnittstelle, aber das ist halt ein Indiz dafür, wenn das auch schon so kaputt ist. Hm. Ja, also die ganzen Calls, die da passieren und sowas, mal, die man gesehen hat, überflüssige und hast du nicht gesehen. Ich weiß nicht, ich stecke nicht so technisch tief drin. Aber das ist ein Zeichen, dass da auch schon nicht mehr viel an Feinschliff betrieben worden ist. Ne? Wenn die Grafik-Engine schon holpert und spotzt und auf letzten Metern da sich hinstellt, sozusagen. Ja, da hat halt ganz klar die Zeit für Optimierung einfach gefehlt. Das ist ja das, was am Schluss normalerweise gemacht wird, ist ja, die Optimierung. Und das andere Indiz, was ich sehe, ist die Patchgrößen. Wenn du mal die Patchgrößen anguckst von den Sachen, die sie da raushauen bei Cyberpunk. Ich glaube, die PC-Version hatte wie viel? 33 GB? Mhm. Sowas, ja. Die PlayStation-Version hatte 44 roundabout. Okay. Die tauschen ja gefühlt, weiß nicht wie viel von dem Spiel aus, ne? Und das für die Änderung, also das ist, so modular scheint das nicht zu sein mit dem Patch wahrscheinlich, was sie da machen. Aber weiß Gott, wie die das da machen müssen. Also da werden schon ein bisschen größere Chunks getauscht da, ein bisschen bei dem Ding. Also ist das schon ein Wort, ne? Ja. Weil ich weiß nicht, dass die eine Jacke und so und das Ding und ja, so gut, eine Codebasis. Das ist halt, wenn der halt sagt irgendwie, dass sie, keine Ahnung, dass du halt für die Minimap schon irgendwie alles da irgendwie neu streamen musst und so. Ja, aber schon gut haben, ist klar. Ja, da musst du halt tief eingreifen wahrscheinlich dann. Aber alles irgendwie, so semi-okay. Ne? Ich meine, ja, ich habe jetzt in dem Bereich, ich meine, ich habe es durchgespielt, ich habe meinen Spaß damit gehabt erstmal. Ich habe jetzt Zeit, also die sollen jetzt erstmal machen, was sie da wollen. Sehe ich auch so. Ich warte jetzt auf meine PlayStation-Version einfach auf die Next-Gen-Version, die da irgendwann mal kommt. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht mal dieses Jahr. Ach, nee. Das sehe ich nicht kommen. Ja. Sie haben noch keinen Termin genannt. Eigentlich soll es ja dieses Jahr rauskommen, aber da glaube ich nicht dran. Ich glaube einfach nicht dran, dass sie es dieses Jahr noch schaffen. Also Next-Gen und großen DLC oder Erweiterung. Darauf warte ich. Jo. Ich finde halt auch, also ich meine, sie hatten doch eigentlich mal gesagt vor, keine Ahnung, 2-3 Wochen oder noch ein bisschen länger her, bei dem letzten Patch, dass sie, ich glaube, sie haben sogar speziell Hello Games genannt, also die No Man's Sky Macher. Mhm, haben sie. Und meinten so, ja, also dieselbe Strategie wollen sie jetzt auch fahren, sprich eigentlich so ziemlich, ja, mucksmäuschenstill da an ihrem Ding rumwerkeln und dann halt die Patches raushauen, um die Leute zu überzeugen. Das war ja, so hat ja der gute Sean Murray die Leute wieder rumgekriegt nach seinem Desaster. Und und jetzt, ja, weiß ich nicht, also jetzt kommt da dieser Patch und wir kriegen extra wieder irgendwie so ein, ich meine, der Stream war okay, ich hab ihn dann angeschaut und sie meinen ja am Anfang, also die Leute haben ja darum gebeten, dass sie da wieder ein bisschen mehr kommunizieren und so, okay. Ja, es ist halt blöd, es ist eine blöde Situation. Ne? Also die können es nicht richtig machen jetzt mehr momentan, die können es nicht richtig machen, also wie du schon sagtest, die haben es auch gesagt gehabt. Wir wurden aktiv von Leuten aufgefordert, mal wieder ein bisschen mehr zu kommunizieren. Das hat sogar gar nichts mehr gesagt haben. Die sind jetzt ja monatelang auf Funkstelle gegangen, nach 1-2, ne? Ja. Und jetzt haben sie gesagt, okay, dann kommen halt ein paar Devs dazu, im Stream, und dann zeigen sie halt, was jetzt irgendwie nächstes Mal ein bisschen raus, aber da erwarten die Leute wieder viel zu viel und mehr, und dann geht das halt wieder los, das ganze Gehate, und hast du nicht gesehen. Ja. Es ist halt schwierig, sie können es einfach nicht richtig machen, und für das, sag mal so, für das bisschen hättest du dann auch wieder nicht fünf Devs oder was es waren im Stream oder vier, keine Ahnung, ich hab's nicht mehr im Kopf. Und einen großen Stream gebraucht, weißt du? Das ist dann auch wieder so. Am Ende des Tages muss man mal sagen, ich fand, also wenn man den Stream sich tatsächlich anschaut, war er wenigstens, sagen wir mal, er war erfrischend unprätentiös. Sie haben sich halt einfach hingesetzt, haben das Ding gespielt, haben ein bisschen erzählt, was die Probleme waren und so. Und haben auch benannt, so, die haben auch gesagt, naja, uns ist schon klar, dass hier viel im Argen liegt, so ungefähr. Ja, das hast du schon gemerkt, Genau, und haben da halt ein bisschen was gezeigt. Also ich fand's am Ende dann eigentlich okay. Ich habe auch am Anfang nicht gedacht, ach komm, was machen sie jetzt wieder zu diesem Ding, aber ja, es hat dann schon gepasst. Also, aber da saßen ja all die Leute, die eigentlich nichts dafür können. Ja, genau. Also das war. Ne? Also muss man auch mal sagen. Das stimmt, ja. Also es war ein Level-Designer und ein Technical-Designer, glaube ich. Also es waren ziemliche Low-Level-Programmierer. Ich glaube auch, also so die Manager, die es ja wirklich verbockt haben, die brauchen sich da auch erstmal nicht hinsetzen. Da möchte ich den Chat sehen.
bei Twitch, wie der dann abgeht. Ja. Ich muss nicht also, schon machen. Entschuldigung vom Management war ja schon da, die Entschuldigung vom Management, ne? Ja. Die Devs hier, da war der Mike Toast dabei, das ist der Senior Level Designer, glaube ich, das ist ja ein Deutscher, ne? Mhm. Der am Anfang auch sagte, ja, mir wurde hier aufgetragen, ich soll was auf Deutsch sagen, also sage ich irgendwas. Weißt du, ja, hab ich einfach gesehen. Genau. Ja, hab ich gesehen. Genau, das war, ich weiß nicht, wer ihm das aufgetragen hat, das war auch ein bisschen sehr seltsam. Aber ja, genau. Und ja, und ich dachte mir auch, ja, gut, die Leute können wahrscheinlich für die Gesamtproblematik zumindest können die herzlich wenig. Ne? Nee, das sind wahrscheinlich die Leute, die voll durchcrunchen mussten letzten Oktober oder wann. Ja. Aber hallo. Tschüss, habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Naja, hast du noch was zu sagen? Nö, eigentlich war es das auch für mich, eigentlich so im Großen und Ganzen. Das andere können wir jetzt weglassen, von wegen, weil die Diskussion wieder aufflammte mit der Bewertung dieses Spiels, die ja in manchen Portalen und Zeitschriften relativ hoch war, gerade auch in Deutschland. Ich sag nur, sowohl bei der GameStar sehr hoch gewesen, PC Games aber auch, ich glaube, Gamers Global auch sehr hoch. Und da gab es die ätzende Kommentare, naja, dann aber nach dem Patch, ja, mindestens 110%, ne? Oder so, ne? Und ja. Es ist so ein bisschen gefühlt das neue Gothic 3, was ja damals auch bei der GameStar für einen riesen Skandal gesorgt hat, nachher, wo dann das dann so hochgewertet war. Und ich glaube immer noch, das Problem bei dem Titel ist nach wie vor, dass die Tester eigentlich nicht eine Relation getestet zu einem Versprechen haben, sondern die haben einfach sich gedacht, ich spiele jetzt vor allem die Main-Quest und die guten Side-Quests durch und so klopfe jetzt nicht die Open World großartig ab. Das muss ja auch fertig werden, der Test, rechtzeitig, ne? Alle fieberten dem Testergebnis entgegen. Das ist immer das Problem mit diesem großen Titel. Und wenn es denen gefallen hat, dann war auch gut, dann war es 90% da so ungefähr. Verstehst du? Die haben jetzt nicht Ewigkeiten in jeder Winkel in Open World aufgehalten und haben gesagt, ja, die Open World, die passt aber so jetzt nicht, gemessen an den Ansprüchen, was man uns jetzt vom Marketing versprochen hat. Das gibt erstmal 20% Abwertung oder sowas. Das ist halt nicht stattgefunden. Ne? Und ganz ehrlich, ich meine, also wenn du wirklich die Story durchspielst von dem Ding, dann ist es auch ein verdammt gutes Spiel. Also, sag mal nicht den falschen Leuten, die wünschen dir den toten Hals oder du bist ein Fanboy. Das ist ganz heißes Thema zurzeit. Ganz aber heißes es, Thema. Aber es ist halt so. Also wenn du wirklich nicht diese Stadt auf GTA-Mechaniken abklopfst, genau, sondern wirklich die Story spielst und die Stadt eher so als die Kulisse dafür siehst, dann ist es ja ein hammergutes Spiel. Ja, und wenn es läuft. Und wenn es läuft. Ja, ist halt das Hauptproblem. Es ist ja genauso wie du. Das Ding läuft eigentlich nur dann gut, wenn du im Rahmen der Hauptstory so möglichst bleibst, die Nebenstory und das andere, also versuchst nichts mit der Stadt, das ist großartig selber zu machen, ne? Sondern das ist nur Kulisse. Genau. Und wenn dir die Geschichte gefällt, wenn dir nicht gefällt, dann ist eh, aber das ist bei jedem storybasierten Spiel Hopfen verloren. Aber, das ist eine Geschmackssache. Ne? Aber die Story ist, also ich finde, wenn du dir ein Spiel kaufst, was Cyberpunk heißt, also du anscheinend mit dem Genre und so schon was anfangen kannst, und dann, also da musst du schon sehr, sehr enges Gewand anhaben, damit dir diese Story nicht gefällt. Ich finde, also die ist schon super ausgearbeitet und so, das muss man schon sagen. Also ich fand zumindest im Rahmen der Hauptstory und sowas fand ich teilweise super Erlebnisse, auch da super ausgearbeitete Erlebnisse, die man da erlebt hat, ne? Auch mit den Personen auch als solchen, wie die Interaktion auch mit denen war. Da hat es immer brilliert. Es fiel halt immer schnell zusammen, sobald es raus in die Open World ging und du was Wildes gemacht hast. Genau. Ja, und dann auch schon mal gesagt gehabt, ja auch im Cast, dass das eigentlich die Entwickler auch schon wussten und schon lange wussten, 2018 schon gesagt haben ausdrücklich, dass es eigentlich eine lineare RPG-Erfahrung sein soll. Aber das Marketing hat dann halt Sachen versprochen, oder das Management zusammen mit dem Marketing, die so gar nicht in Entwicklung waren zu dem Zeitpunkt mehr. Muss man einfach mal so sagen. Ne? Das gab's nicht. Das gab's nicht. Keine Ahnung. Ob die gedacht haben, sie kriegen das noch rein oder sie haben es einfach behauptet. Ich weiß es bis heute nicht, was da gelaufen ist. Jo. Ja, wer es nochmal hören will, hört sich die alten Cyberpunk-Casts vom Jahreswechsel nochmal an. Da haben wir das alles ja auch ausgiebig besprochen. Insofern. Also jetzt der Patch. Ich werde mir das Spiel deswegen nicht nochmal installieren. Ich warte jetzt schön 2 Jahre lang, bis die Next-Gen-Version und die DLCs und so da sind, wenn es noch welche gibt. Und dann mache ich nochmal einen Durchgang mit allem drum und dran. Und so habe ich es auch geplant, grob. Ich sage zumindest, Next-Gen muss rauskommen und vielleicht auch noch, dass wir sagen, die erste große Erweiterung und dann gucken wir mal weiter und mal sehen, was wir bis dann alles gemacht haben. Ob man dann, ich wünsche dir gutes Gelingen. Ich finde es einfach zu schade. Ich würde mir auch wünschen, dass davon mal wirklich mal ein neuer Teil kommt. Mit Next-Gen, wo sie alles mal neu gemacht haben, von Grund auf neu gemacht haben. Aber muss man mal abwarten. Also das hatte ich, glaube ich, ja auch nach der, so im Januar irgendwann so, nachdem ich es durchgespielt hatte, gesagt, das ist auch meine Meinung, ist eben gerade, weil wir ja vorhin gesagt haben, das Grundgerüst scheint ja sehr wackelig zu sein von dem Ding.
Ich meine, sie haben jetzt keine Wahl. Sie müssen jetzt die Bugs fixen. Sie haben ja DLCs groß angekündigt und so. Die müssen natürlich auch was gemacht werden. Also das wird noch dauern. Sie stecken jetzt in dem Ding fest erstmal. Aber ich hoffe auch, dass sie irgendwann ein Cyberpunk 2 machen werden, wo sie aus den Fehlern jetzt hier lernen und dann was richtig Cooles draus machen können. Weil das sieht man ja in vielen Serien, dass der zweite Teil eigentlich dann so der coole ist. Ja, ich meine, Ubisoft ist da ganz groß drin. Die verhauen immer den ersten Teil von allem und dann der zweite wird so richtig gut. Aber ja, vielleicht kann er CD Projekt. Und die haben es ja mit Witcher war es ja auch so. Das erste Witcher war zwar auch schon super, aber es war noch ein sehr, sehr eher so Rohdiamant und der zweite Teil war dann schon sehr viel geschliffener und dann der dritte war dann echt super cool. Also mal schauen. Man abschreiben möchte ich jetzt mal noch nicht. Gut, aber wenn wir schon beim Thema Cyberpunk sind, machen wir einen eleganten Übergang zu? Zu Exekiller. Olli, was ist das? Ich habe wirklich keine Ahnung, erklär mir, worum es geht. Das ist eine gute Frage, nachdem ich mir das angeguckt habe, wieder und wieder. Das ist ein First-Person-Action-Adventure in einer Art wilde Westen-Cyberpunk-Mix, so würde ich es beschreiben. Wo okay. man ein Bounty Hunter ist, ein Kopfgeldjäger. Sieht ein bisschen aus wie eine wilde Mischung zwischen Blade Runner und Western. Man hat also ein Fahrzeug, der bis an einen Spinner erinnert, man reist davon von Ort zu Ort und muss dann halt Kopfgeldjäger-Missionen erfüllen in irgendwelche Corporations oder so und muss dann die Chips von den Leuten einsammeln und die wilden Sachen machen. Das weiß ich gar nicht mehr im Detail so. Und ja, optisch, das ist wirklich, wirklich so aus, als ob da stellt dir eine Westernstadt vor, aber gleichzeitig mit Neonlichtern und hast du nicht gesehen. Von der Farbgebung her so ein bisschen wie der letzte Blade Runner 2049 draußen in der Wüste, so ein bisschen, wo er ist, weißt du? Dieses Orange. Diese Szene kam so ein bisschen genau vor. Also die Inspiration war, glaube ich, da deutlich zu sehen. Soll eine dynamische Geschichte sein, was immer das heißen mag, die sich anpasst und pro Mission soll es mehrere Wege zur Erfüllung der Aufträge bieten. Ansonsten weiß man wirklich relativ wenig. Es gibt halt einen Trailer dazu, der vielleicht wahrscheinlich eher so eine Art Vertical Slice ist oder sowas, denn ob da noch viel mehr fertig ist, wage ich zu bezweifeln. Es ist mal wieder ein winzig kleines Studio aus Polen, Paradark heißt das. An angeblich sind das nur zwei Leute. Und das vermute ich mal nicht, dass das schon was fertiges Spiel ist. Das ist mal wieder so eine Art Konzept wahrscheinlich wieder. So ähnlich wie zuletzt bei einem anderen Cyberpunk-Spiel, was glaube ich auch aus Polen, was aus Polen, zumindest aus Europa war, mit diese Vigilance 2099, ne? Was wir auch mal vorgestellt haben. Überhaupt wirken da, aus Osteuropa kommen irgendwie so ganz viele jetzt so Cyberpunk-Dinger, oder das ganz viele, aber es fällt schon auf, dass der jetzt immer so das zweite jetzt in der Art ist, ne? Oder die andere Glitchpunk ja sowas auch, was eigentlich von oben ist, ganz andere Art. Aber Cyberpunk ist jetzt so eine Welle gekommen, ne? Aber das Ding hier, also zumindest dieser Trailer, den man da sieht, das ist ja auf einem ganz anderen Level, sag ich mal, allein optisch. Das sieht ja, also was man da in dem Trailer sieht, sieht schon sehr ordentlich aus. Während ja. Ja, ich weiß nicht, ich fand ihn jetzt nicht so beeindruckend wie den Vigilance-Trailer, der, finde ich, ein bisschen beeindruckender war, weil ich fand, die Animationen zum Beispiel waren sehr cool teilweise. Die Animationen sind noch nicht so der Hit, ja. Und auch die Hände, wenn er da die Waffe hält und so, sind nicht so der Hit. Aber so die Umgebungen und so, das sieht schon sehr schick aus, muss man sagen. Das sah schick aus, ja. Und ich finde, diese Western-Cyberpunk-Vibe ist cool. Ist ein bisschen anders. Also, ist zwar, ne, Cyberpunk mal mit ein bisschen so was Spezielles drin noch. So. Und er hat also auch... Er hat ja so einen Revolver quasi als Waffe auch. Und irgendwie passt es ganz gut zusammen, finde ich. Ja, ja. Mein erster Gedanke war so ein bisschen, das könnte was mit Seele werden, weißt du? So ein bisschen was Eigenes auch, so ein bisschen. Aha. Wenn sie es denn hinkriegen und richtig machen. Ne? Man weiß ja nicht, wie weit die wieder sind. Das ich habe immer Eindruck, Also du hast schon recht. Dass die was raushauen, um halt Aufmerksamkeit zu generieren und irgendwie Gelder zu kriegen. Das ist mal so mein Eindruck immer bei diesen Studios. Ja, diesen ich meine, das ist ja auch legitim. Also, ja, klar. Müssen sie ja machen wahrscheinlich. Die sind wahrscheinlich gerade eben, also die haben das Video jetzt sicher rausgehauen, um sozusagen Funding zu generieren. Aber das ist ja okay. Und mal gucken, was draus wird. Ich meine, ich würde es jetzt noch nicht groß auf meine Wunschliste setzen oder so. Obwohl am Ende des Trailers steht Wishlist und Steam. Aber ja, also sieht erstmal nice aus auf jeden Fall. Ja, man darf gespannt sein, ob eines dieser Projekte, unter anderem dieses Exekiller, geiler Name übrigens, jemals wieder ins Licht der Welt erblicken wird. Und wenn ja, wie? Das kann schon spannend werden. Ja, mal sehen. Ja. Also zumindest hat Cyberpunk viele Brüder im Geiste erzeugt. Ne? Also ich
Ich meine, wir hatten ja damals auch so spekuliert, dass es das Genre komplett irgendwie neu beleben könnte oder so. Ich meine, dafür, glaube ich, hat sie jetzt zu viel Dreck am Stecken gehabt am Ende. aber zumindest in der Spielebranche. Ich meine, das sind ja oft auch Projekte, die schon seit dann, die jetzt in der späten Entwicklungsphase von Cyberpunk, bevor das rauskam, sozusagen ja schon im Anlaufen waren dann. Aber ja, da tut sich schon einiges. Und ich meine, wir hatten jetzt erst The Ascent. Ne, und ja, ist ja schon noch dann einiges in der Pipeline. Ja. Schön. Könnte schlimmer sein. Könnte schlimmer sein, genau. Also hoffen wir mal das Beste dafür. Genau. Toi, toi, toi. Jo, das. Gut. Was? Das war's. Mehr haben wir nicht. Mein Gott. Eine Stunde und fertig, oder was? Wahnsinn. Das ist auch mal so. Ja, genau. Obwohl der Olli dabei war. Ja, ich habe möglichst versucht, aber. Ich wurde von Turbi dieser Laberbacke niedergequatscht. Also, ja, sorry. Ich konnte ja auch. Ich hab letzte Woche nichts gespielt und so. Ich konnte ja kaum was einbringen. Ich habe mich auch, ganz ehrlich, die Themen, das ist alles so leider etwas gestern und heute zusammengeflogen bei mir alles. Guck mal, wir sind live dabei. Genau, es muss auch mal sein. Wir machen das. Let's wing it. Bleibt mir zum Abschluss ja nur noch zu sagen, wenn ihr auch mal beim Podcast mitmachen wollt, wenn ihr teilnehmen wollt, wenn ihr irgendwas Cooles habt und wie ihr gerade an mir merkt, ihr müsst auch nicht top vorbereitet sein für irgendwas, dann meldet euch gerne. Wir hatten letztens eine Anfrage, da hoffen wir mal, dass wir demnächst mal einen Gast im Podcast haben werden. Als Community-Podcast seid ihr immer herzlich willkommen, wenn ihr uns da kontaktieren wollt oder auch wenn ihr einfach nur Feedback geben wollt. Wie gesagt, diese Woche hatten wir keins, also gerne wieder melden mit irgendwelchen Kritiken, Anregungen, Verbesserungsvorschlägen, Korrekturen, sonst irgendwas, dann könnt ihr das tun bei unserer E-Mail-Adresse pcgcpodcast@gmail.com, auf unserem Twitter-Handle podcastpcgc, @podcastpcgc, oder ihr kommt zu uns in den Discord. Der Link findet sich bei den Folgen normalerweise in den Shownotes, wie man so schön sagt. Oder im PC Games Forum und so findet ihr den Link zu unserem Discord. Da ist eigentlich immer ganz nett was los. Leute treffen sich zum Spielen, zum Labern, teilen neue Sachen. Immer wieder cool. Verlosungen gibt's. Alles dabei. Yo, come on, come all. Insofern, Olli, hast du noch was? Jo. Nein, wir sind durch? Okay, ja, wir dann. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffentlich hören wir uns auch nächste Woche wieder zum PC Games Grill Gast. Tschüss. Tschüss. Ja, erzähl's mir. Oh, wunderschön. Also ich war Fahrradfahren heute und dann hat mich Bernhard angeschrieben und dann habe ich quasi Pause gemacht und dann so ein bisschen geguckt und dann hat er sich jetzt gerade eine 6700 XT irgendwie für 570 Euro geschossen, so eine Referenzgedöns. Habe ich gesagt, ja gut, der Markt, der startet irgendwie bei 700 Euro, also wenn du dafür den Kurs kriegst und die ist jetzt irgendwie original verpackt und du kannst sicherstellen, dass es keine 5700 XT, sondern 6700 XT, dann go for it, be my guest. Dann habe ich dann so im Nebensatz gesagt, ja, weil ich nicht mehr wusste, was du ihm da für ein Netzteil reingebaut hast, ne? Aber nimm auf jeden Fall, weil die ist ein bisschen hungriger als die 170, auf jeden Fall jetzt zwei Kabel, wenn du es nicht eh schon gemacht hast, ne? Also quasi zwei, also vom Netzteil direkt in die GPU und dann hat noch ein zweites Kabel vom Netzteil direkt in die GPU. Wo ist mein Beißstab? Wieso? Das war noch gar nicht das Schlimmste. Nee, ist okay, ich höre einfach. Ach so. Und dann hat er gesagt, nee, keine Sorge, er hätte sich schon ein Netzteil gekauft, in weiser Voraussicht. Möchtest du raten, welches Netzteil er sich gekauft hat? Er hat sich nicht das verfickte Aerocool-Netzteil gekauft. Nee, aber welches Netzteil ist denn in der Tech-Tuber-Szene kürzlich zur Berühmtheit gelangt? Weil es im Wesentlichen explodiert ist und Grafikkarten mit in den Tod gerissen hat. Oh, das Gigabyte-Ding. Das Gigabyte P800. Das hat er sich nicht gekauft. Oh, alter Falter. Der muss doch, wenn er aus dem Haus tritt, in den Haufen Scheiße treten. Aber ist es nicht irgendwie faszinierend? Also ich habe dann auch geschrieben, Bernhard, du bist einfach der Geilste. Weil von allen Netzteilen dieser Welt, Klammer mal vielleicht eher gut raus, aus, aber du musst dir ja richtig, richtig, richtig Mühe geben, dass er quasi... Wahrscheinlich war es so günstig gerade. Ich glaube nicht mal, dass die unterschiedlich teuer sind, oder? Aber also
dann bin ich halt einfach Fahrrad weitergefahren und hab mir gedacht, mein Gott, das muss er auch erstmal schaffen, ey. Oh naja. Gott. Ja, auf jeden Fall, das kommt auf die Liste der Verfehlungen. Und jetzt mache ich eine Betreuungsverfügung für den Kauf von PC-Komponenten und trage mich da ein. Doch bitte, mach das. Oh Gott, ich schmeiß diesen Bot wieder raus. Ja. Oh Gott.